Reise jetzt und in Positur gesetzt. Seht, die Türe öffnet sich. Das ist ein Julchen sicherlich. Da wir drüben Element, los das ganze Regiment. Unser Julchen hoch, hurra, wie Gott hoch die Julia. Da seid, aber warum seid ihr überhaupt gekommen? Oh, Jutsche, das ist eine dumme Frage. Gesteh es offen, ohne viel Buhai. Was dann? Darf ich noch hoffen? Ist dein Herz noch frei? So höret denn. Als ich noch ein kleines Mädchen war, ich zählt 7 Jahr, brachte unter anderen Gaben Mann mir ein Püppchen an. Doch das Püppchen meiner Kinderzeit, denkt euch, trug kein Kleid, nein, in Uniform, stramm Kerzengrad. War es ein Soldat? Es war ein Jüngling, hübsch voll Eleganz. Wohl der Jäger Hans? Nein, ein Gräflein war's, ich weiß es noch. Auf ihn wart ich noch, auf ihn wart ich noch. Nur als Gräfin wär mir das Leben erst schön. Kann es nicht sein, so bleib ich allein, will nie vermählet sein. Ja, als Gräfin wär mir das Leben erst schön. Könnt als Gräfin sich alle Welten besehen. Nur als Gräfin zwingt sie ins Ehe auf sich ein. Kann es nicht sein, so bleibt sie allein, will nie vermählet sein. Danke, ist es ja nicht so schlimm. Wenn du einen Mann haben willst, brauchst du dann auch zuzugreifen. Also zum Beispiel, wenn ich der Jod anstande, Jutsche, Jutsche, hey, häste mich mit Rock und Kamison. Sehr ehrenvoll, ne Nags wächter als Mann. Ja, bist du Jod versorgt. Schläfe, Nikola. Des Nachts direkt dort wach und am Tagesanschlag. Ja, dann häst du auch den Rauch. Außerdem, liebe Nikola, sind wir noch viel zu jung. Wie willst du das tun? Ich bin ja noch zu jung. Das ist ja jetzt der Horn noch nicht alt. Das alles macht der ganze Lüg vorbei für hohle Bibel. Aber wart, den Huhlesigkeit kriegt auch noch ihre Lungen. Schon jetzt? Ja. Ja, jetzt! Ja. Was kommt denn er wieder, bis du den Jerions Kiss liest? Hey. Du boshafte, fussige Brandschraller! Oh. Tschüss, du verschlafene Nagswächter! Du, Julche, du hast Sag, Nubbel, legst du jetzt Eier? Ganz recht, hast du, Julche. Julche, du brauchst einen Mann, zu dem du stolz im Popo. Popo. Nubbel, schämst dich denn ja nicht? Zu dem du mit stolz im Popo. Popo. Na? Robblure kannst an dir Robblure, da muss ich mich auf die Hälfte setzen. Nee, Christian, aber du zwei wird das nix. Geh erst mal nach Hause und lass dir hinten das Hühner ausschneiden. Sonst kriegst du ja den heutigen Kommunionsrock nie wieder an. Hühner auch Kommunionsrock? Ist das alles, was du kannst? Glück für Äppel. Äppele, du widerliche Mama. Mama, na, danke. Masurka-Kopf. Kinder, die Berg und Talbahn, die werden wir auch los. Wa? Aha, Nummer 3. Was ich so eine unnormale Mensch endlich inbild. Da muss doch ein tadelloser Mann kommen, der vollendet aus dem Meißel des Schöpfers hervorgegangen ist. Ein Übermensch, dem Wolkenkreise entstehen. Eine Frucht vom Baume der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Ein Apollo des 18. Jahrhunderts und dieses Universums. Ein weltüberstrahlendes Monstrum. Und wohl der Dance kennenlernen? Ja, ja, bitte, ja. Also,
hier steht er vor euch in Gloria-Pose. Nee, was ich über den Sturm an Freier zu überstanden hab, wo mögen Sie die Alufe gelassen haben? Mein geliebtes Julchen, wie ist es da möglich, dass einer raufhängt, wenn er dich ins Gesinn hält? Ach, schäl jetzt selber ab. Nee, Julchen, nee, ich finde kein Raumi. Selbst nachts im Bett, da wälze ich mich hin und her. Ja, da lass es der Kammer herkommen. Nee, Julchen, das ist es nicht. Der Gedanke an dich ist es, der mich nicht schlafen ließ. Der rief mich jeden Morgen in aller Früh aus. Ist doch Hückmäuer, da wollte ich wieder ganz früh abstehen. Ja, schön, das wär's. War furchtbar früh heute Morgen. Ne? Gerade heute Morgen war es ganz furchtbar ja, früh. Ja, ich Ich seh das nämlich. Du hast ja jetzt erst ein Ladefinster ab. Was ist das? Du siehst für mich ja Zelle auch Ladefinster. Das schäl ja Zellen auch, oder? Du herzloses Geschöpf, du. So. Und jetzt siehst du mal ob der Stelle die 75 Staler wieder, die ich dir gepumpt habe. Oh, das ist ja nur Scheiße, ein Schädel. Öffentliche Mahnung ist ja strafbar, ne? Hätt's ja nix kriegen. Aber jetzt kriegst du ja nix. Was ist das? Ich kriege ja nix. Ja, das holen wir doch einen Sinn. Da schicke ich euch den Gerichtsvollzieher auf den Wut. Der soll euch hier 7,65 pfänden. Nicht seit nachts, du Mensch, soll er behalten. Ihr herzloses, widerliches, impertinentes, rothaariges Wolfsbild. Oh, hey, ich hab euch hier gesagt! Nee, Kinder. Wenn man die drei zusammenbinkt und rollt zu der Berge rauf, ist immer eine Jägerpuffe, ne? Aber heute ist mein Geburtstag und werde ich 24 Jahre alt. Und darum soll das Nachmittag einmal mir eingeladen sein und das Schokolade mit Kuchen. Danke, danke schön, liebes Jütchen. Aber Jütchen, hör uns, bist du nicht jetzt erst wählerisch? So doch. Na, meiner Meinung nach wolltest du nur so zu riefen. Aber du schickst einfach. Ja, und? Ja, wie ist es denn mit dem Hans, mit dem Sohn vom Schlossverwalter? Der ist doch knatschverdötsch um dich. Ja, ja, der Hans ist ja eine ganz nette Kerl, ne? Aber da ist man nicht ihr Bildchen noch. Oh, du siehst jetzt an, was die für einen Anspruch stellt. Jutsche, wenn mir das Glück hätte, mir hätte zugriffen. Jutsche, Jutsche, denk an die eigene Wort. Dann bleibst du allein, wirst nie vermählen. Mach, dass du rauskommst, du wieder ein blutiger Mann bist. Wir sollen auch ins Wetter kommen. Die haben ja keine Ahnung von Mingeträumen. Was wissen die dann schon? Alt und verdrüsch wird ich. Die werden alt und verdrüsch. Das sehen wir ja noch. Kann es nicht sein. So bleib ich allein, will nie vermählet sein. Ach, was fort mit der dummen Gedanke. Der jetzt Beste nehm ich noch lang nicht. Wer weiß, wo mein Glück noch blüht. Ich hab bei Göttlein hören Leuten, ich wusste nicht, was soll's bedeuten, doch als ich mich so recht bedacht war, meines Julchens Wiegentag. Wie war Julchen, sonst Leben hoch, 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 alles Gute zum Geburtstag. Oh. Ja. Ja, danke schön. Bitte schön. Ja, danke schön. Bitte schön. Ja, danke schön. Bitte schön. Ja. Däh. Sag, Hennischen, eigentlich hätte ich dich ja nicht so früh erwartet. Ach, Julchen. Ich freue mich doch immer, wenn ich vom Schloss fortkomme. Ich sehne doch jeden Augenblick herbei, den ich bei dir sein kann. Was hoffentlich bald für immer geschieht, wenn du mein Leben lecker klein Frauchen bist. Halt. So wie ich immer noch lang nicht. Ja, leider nicht. Aber du hast mich immer meine Absichten bestärkt. Ach, wenn man jeden Spaß für eins nehmen wollte. Wie Spaß? Was eins? Wie küsst du mich für, Julchen, so kalt und abstoßend? Also schön, Hennischen, ich will dir das sagen. Ja. Du bist ja eine ganz anständige Mensch, ne? Und ich habe auch keinen Affen in dich. Aber ja.
Wenn ich auch Herren bin, so weiß ich doch, dass ich einen gewissen Grad von Bildung besitze. Ja? Ja? Und dass ich gewisse äußere Vorzüge mein eigen nennen kann. Oh ja! Ja? Und man hat doch Beispiele hat, wo Mädchen wie ich die älteste Partie gemacht haben. Oh ja! Ja? Und du willst doch wohl zugeben, dass du kein älteste Partie bist. Oh ja! Nee! Jutsch, ist das Ding end? Ja, mit so Sachen merkt man keinen Spaß. Außer man auf der Welt immer so eingerichtet sein, dass beim Hierrad eine Riche und eine Arme zusammenkommen. Du hast ja schöne Ansichten, Jutsche. Pass auf, dass du mit Dingen Ansichten nicht 40 Jahre alt bist. Hoch, das sind eigene Angelegenheiten. Und überhaupt, wir passen ja nicht zusammen. Wenn wir immer von Hierrad würden, dann ist ja doch nicht, was ich da sagen tät. Nee, dafür will ich auch der Herr im Haus. Nee, da haben wir es. Aber die Herrschaft als Frau im Haus, tät ich mir auch nicht nehmen lassen. Schon in der Bibel steht, er soll dein Herr sein. Ha! Schöne Herren, Schabausherren. Da kannst du jedem mal ein Exempel von sehen. Der Mann ist die Krone der Schöpfung. Ja, und die Frau ist das Krötzchen ob der Krone. Bläh! Da gehst du kaputt mit Verflechung. Ist der Mann der Krone, will er wie auf der Tropf sitzen. Julche, Julche, pass auf, dass du den Anschluss nicht verpasst. Ach, so einen Anschluss wie du kannst du jeden Tag haben. Oh, danke schön. Bitte schön. Danke schön. Bitte schön. Danke schön. Bitte schön. Julchen, die hat 25 Spenden gekostet. Du bist so unnäsig. Pass auf, dass du das nicht eines Tages noch bereust. Dass ich dich antreffe in dem Apfelkräumchen als Verdrüschpirre wie für. Oh ja, oder dass du den Hut vor mir trecken tätst, wenn ich da eines Tages als Gräfin bejene. Och, ein Gräfin willst du werden, dann bitte ich auch vielmals um Verzeihung. Allergnädigste Frau Gräfin. Sie sind entlassen, Herr Forstknecht. Lassen Sie sich den Zick an der Waschbütte nicht so lang werden. Allergnädigste. Vergessen Sie nicht, Herr Forstknecht, mir mein klein gehacktes Holz in den Keller zu dunnen. Herr Forstknecht, Knecht, 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 Knecht. Er ärgert sich, er ärgert sich, er ärgert sich. Allergnädigste Frau Gräfin. Ja, bitteschön. Bügeln Sie doch demnächst mein Labadönchen nicht so schlapp ab, ja? Und wenn es recht ist, bring ich die Dame 6 Paar Söck zum Wäschen. Allergnädigste Frau Gräfin Seifenlaure. Ihr bohrende Bügelbrett. Ah, tschüss. Aus und vorbei, jetzt ist es aus. Aus? Ordinäre Schikanäre. Hey, hey, hey. Bestimmt. Ja, da passt ja nicht mehr drin. Sag, bist der Herr Schmidt geworden beim Wäschvertrag? Danke, genitiert, wenn nur das verdammte so krumme Bell nicht wird, wenn die ganze Brasse wieder rumkommt, wenn ich zu essen, nichts zu trinken, keine Schabau. Und wenn ihr an meine nächste Stürzettel denkt, aber wartet, bei der nächsten Volksversammlung. Warte. Geduld, wir müssen Geduld Och, haben. Och, Geduld, wenn unsere Mare auch bloß Geduld hätte. Sieht auch da haben nichts Wärmes, wie eine Lief kriegen. Wenn wir irgendjemand Wärmes haben wollen, müssen wir uns die Yacht auf der Rücken legen, stippende Mulden im Hölzchen ab, lassen sie die Sonne in den Hals schieben. Gut, Vater. Ich hatte so eine Ahnung, dass ich meinen Träumen bald erfülle. Fängst du wieder von den Träumen an, von dem richtigen Freier, der kommen soll? Sollst du Hans nehmen, sonst froh sind, dass du nicht kriegen kannst. Der Hans, das ist doch nichts Feines. Nee, aber ich auch ein Hering mit Blutwurst, das ist ja Feines, ja. Das ist doch das schön hier, oder hast du was extra Feines? Ja, so der pucklige Nubbel, ne? Wie kannst du sowas sagen? Ach, ja, war die 75 Stahl hat der Schädel auch geliehen. Ganz im Dorf rum, wird sich wichtig damit. Jutsche, das hättest du nicht tun sollen. Vater, was hätte ich denn machen sollen, als du damals die 2 Monate krank warst? Was hat der Arzt mir Geld und Aufwachen gekostet? Außerdem hatte ich damals so ja keine Ahnung, dass der fiese Schäl Absicht auf mich hätte. Wenn ich gewusst hätte, dass der Geld für den Schäl war, würde ich das Lutherbrot wieder gesund wurde. Na komm her, ich weiß, bist du jod, brav Mädchen. Bloß schau, dass du so einen hohen Tön im Kopf hast. Wo hast du die Bildung her? Von mir nicht. Ach,
Quartier. Madame. Früher waren die Leute damit zufrieden, was ihnen das Schicksal beten tät. Heute meldet sich doch jeder selbst das Schicksal. Kinder, was das Kind gelehrt sprechen kann. Ich hatte mein Name dann den Rätsel. Halle, haben Sie mir eine volle Kappe so beschissen. Vater, bist still. Meine Träume müssen sich mal erfüllen. Träume sind Schäume. Wenn alle Träume erfüllen gehen, dann wäre schrecklich. Das heißt, der letzte Tag, Kind. Ich hatte einen tollen Traum gehabt. Was hast du denn geträumt? Keine Träume, ich hätte einen Sau gefressen von 8 Zentner, du. Komm, was? So eine Quatsch kannst du auch noch träumen. Oh, nee, das sind vernünftige Träume. Davon kriegst du jede Mare. Ich war die ganze Nacht war ich satt. So. Komm, Kind, denk an der Hand, dem die Vater des Schlossverwalter. Hätten fein Anstellung, 1000 Dollar Gehalt. Ja. Frei Brand, frei Leche, was der Sohn zum und dran ist. Du, nicht lang wird der Pensionierte, kriegt der Hans nicht mehr. Und ich bin der Herrschaft der Jutschelede. Nimmst du das Hennessy, ja? Vater, bist lieb, und lass mich mit dem Hennessy in Ruhe. Ja, warte, warte, willst du, Bo, Klotzkopf, so. Bei der nächsten Volksversammlung, da machen wir dir schon klar, wie du heiratest. Ach, Vater, gestern Abend ist die Prinzessin Melanie am Schloss angekommen. Wollt ihr dünn, sind sie Aufführung im Schützenverein in der Porz? Ich habe eine Fahne gedacht, offensiert mich das Feine hier sonst an. Bei der nächsten Volksversammlung kommen die auch dran, du. Ach, warum ist da nicht unser einer mit dem Schloss auf der Welt? Ja, das ist ungerecht, ingedämmt. Manche Güter auf der Welt hätte direkt Millionen in der Weg liegen. Wie ich arm und dürfen auf der Welt kommen. Sag, mein Vater mit blauer Baselome mit Klumpen, da stand hat er den Ass voll. Wäre ich am liebsten direkt wieder umgegangen. Das heißt, Jutschen, von hoher Herkunft bist du auch. Vater, mein Ahnung. Über deine Geburt schwebt ein furchtbar trauriges Geheimnis. Dramatisch. Durfte du bis jetzt nicht sagen. Aber den 24. Geburtstag, mittags 12 Uhr. Haben wir 12 Uhr? Ja. Jutschen, dann darf ich es dir sagen. Jutschen, fass dich nicht mehr, Kind. Du bist ja so hochgeboren. Vater, wo? Am Speicher. Zweite Schubler von Buffe, du. Über die laufende Brikette, da sind wir ne Dreck hier überhaupt. Vater, bist still, kommen wir noch andere Zeit. Oh, beste Hoffnung. Komm, wir gehen die Wäsche sortieren. Ja, bin ich deswegen anders zu Beruf, ist da der Löffel. Gesalz, geschmalz, gebrut im Hus, da oben ist aus. Auf der Straße haben wir Kirmes, im Hus Quartatember. Warte, jetzt bei der nächsten Volksversammlung. Durchlaucht, ich bitte Sie. Aha, das Häuschen einer Wäscherin. Die Leutchen scheinen aber sehr arm zu sein. Oh, wie unvorsichtig alles auf. Und niemand im Hause. Unvorsichtig, ne? Es wäre eine Kunst, ihnen etwas zu stehlen. Und welchen Vorwand werden eure Durchlauch nehmen? Nun, ja, ich werde sagen, ich werde bei Ihnen waschen lassen. Erlauben Sie mir ein freies Wort? Ich weiß, was Sie mir sagen wollen. Es findet nicht Ihren Beifall, dass ich mich in Koklito im Städtchen herumtreibe. Allerdings wünschte ich, dass gnädigste Prinzessin dies nicht täten. Sie setzen sich dadurch nur unliebsamen Begegnungen aus. Ach was, ich bin doch mit den Leuten höflich und Sie sind es mit mir. Und im Übrigen macht es mir mal Spaß, etwas anderes zu hören, als ständig Durchlaucht wollen verzeihen, Durchlaucht untertänigst aufzuwarten. Ich sollte meinen, dass Durchlaucht sich nicht über Langeweile zu beklagen hatten. Heute Morgen empfingen sie die Honoratioren der Stadt. Ja, ja, eine geistreiche Versammlung. Sie fuhren doch auf zur Jagd. Ja, die schlecht genug ausgefallen ist. Oh, mon Dieu. Ja, aber was nun, Frau Marschallin? Ja, wir haben noch 5 Stunden Zeit bis zur Abendtafel. Ja, ja, soll ich etwa im Schloss bleiben und Trübsal blasen? Ist doch Lacht vielleicht einen kleinen Spazierfahrt gefällig? Aber wo denken Sie hin? Schauspiel ist leider auch kein Zimmer. Tja, ich verlange ja auch gar keine offizielle Unterhaltung. Im Gegenteil, ich möchte mir eine kleine improvisieren. Ein Spaß, ein lustiger Schwank, der uns den ganzen Abend hindurch zu lachen gäbe. Oh, ich verstehe. Durchlaucht wollen sich einen Jux machen. Getroffen, Frau Marschallin. Ich dachte es mir. Aber dazu braucht man einen verfluchten Kerl.
Und Sie, Frau Marschallin, sind kein verfluchter Kerl. Unerträglich. Ja, voran. Oh, da kommen Leute. Das muss ich mir helfen mit der Laterne suchen und ich hab kein Geld. Ja, Vater, ich kann ja nicht fliegen. Ihr sollt nicht fliegen, ihr sollt schnell machen. Was willst du für Kalbsaugen? Ne? Was ist denn da? Ist doch jetzt... Ah! Mein Gott, was ein knubbelfeiner Herrschaften. Grazia, grazia, Hollerias, braucht den Ruf, wie Donnerhall fest in und treu gewacht, aber rein und schwitzen, voll ist durchgebrannt. Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Hol mal schnell meinen Militärpass raus, ja? Guten Tag, Papa. Guten Tag, mein Fräulein. Ach, die Kleine ist wohl Ihre Tochter. Das können wir doch sehen, sehen wir, wie schön. Verdammt. Ja, wollen die Herrschaften nicht gefälligst Platz nehmen? Gek, wir haben selber kein Brot, sondern die Platz essen. Verdammt. Stuhl! Wir haben ja bloß zwei Stühle. Jawohl, na gut, klar. Ist ja wunderbar. Meine Damen, was Sie bitten, Stühlen, setzen Sie sich. Sehen Sie mal, wie schön. Eine Sekunde, bitte. So, das ist schön. Gut, schön, guck mal, so sieht ein Playboy aus. Was haben wir denn da? Oh, Babydoll! Die junge Dame kann sich hier auf Chaiselong setzen. Das ist stark. Stark genug für die 13. Oh, ja. In Ihrem Städtchen geht es aber recht lebhaft zu. Ja, ich kann Moment, das nicht. No, Distanz, Monsieur. Bitte? Distanz. Der wohnt nicht mehr hier. Unsere erste Prinzessin Melanie ist gestern mit großem Gefolge angekommen. Wir haben sie abgeholt mit dem Schützenverein an der Port, ja? Am Tor. Ach, ah ja, ich habe die Fahne ge... Was geht mich das Feine hier Socks an? Bei der nächsten Volksversammlung ziehen wir euch die Kleider aus, die kriegen wir. Ich kriege das da. Ja, man spricht sehr stark davon, dass zwischen der Prinzessin und dem Prinzen Adula eine Hirot zustande kommt, ja? Sie wären halt verlobt. Du Jäger, da werden die Feinherrschaften noch besser wissen wie du. Sie gehören auch sicher zum Gefolge der Prinzessin. Da könnten Sie recht haben, Papachen. Hey, klingt für mich immer Papachen. Ja, könnten Sie uns dann sagen, was uns die Ehre verschafft? Ja, wir wollten bei Ihnen waschen. Oh. Macht das aber nett, hast du gehört? Und ich will uns wäschen lassen. Ja. Kriegen wir bitte alle Menge zu schrubben. Ja. Schrubst die Alte, ich schrubbe die zwei Junge durch. Ja, besten Dank für die Ehre. Aber da Sie doch sicherlich auch zum Gefolge der Prinzessin gehören, könnten Sie mir vielleicht sagen, wie ich das anfangen tät, dass ich bei der Prinzessin eine Audienz bekomme. Ja, was willst du denn von der Prinzessin? Och, ich hätte der Dame jetzt zu sagen. Da brauchst du nicht jeden, mit der Nase zu bingen. Au. Bist du so frech, kriegst du den Juf, ja? Ich will Distanz, Monsieur. Was? Distanz. Der ist über die Mauer geflüchtet. Ja, will ich sagen, was mit der Schische gehen möchte? Wenn der Schische ist verliebt in den Graf oder den Baron, sie weiß aber nicht in welchen. Jetzt wollte sie die nächste Prinzessin gefragt haben, ob die nicht oben auf dem Schloss irgendwo in der Ecke einen alten, abgelichten Baron liegen hat. Er braucht nicht neu zu sein, wenn man nur noch einige Male gebrauchen kann. Ja? Sie will gerne eine hohe Dame beten. Das ist abscheulich. Ist aber wahr. Ihre Durchlaucht mischen sich nicht in solche Angelegenheiten. Wen meiner brauchst du ja nicht zu mischen. Hat hier nichts für eine gute Gemischte. Was hat eine richtige Kümmel mit rum? Wie? Und nun komm, du Speus, auch mit. Ja, ich... Prinzessin zu sagen hätte. Du wolltest also gern heiraten? Hm? Ja, sicher. Wenn er richtig kommt. Ja, einem so hübschen Mädchen wie dir wird's doch sicher nicht an Freiheit. Moment, nee, dann ist er noch nicht mich. Nein, das ist dann... Monsieur, respektiere les Etikette, s'il vous plaît. Haben wir noch Ketten? Nein, nur eine, das ist der Hund. Nein, das du das ja nicht, da ist der Jäger Hans. Der Sohn vom Schlossverwalter, ein prächtiger Kerl, der ist knatsch verschossen, Jutchen. Aber der mag es nicht, der ist nicht fein, er ist nicht gebildet genug. Ei, ei. Zwei Eier. Wenn ich die hätte, hätte ich die mit Mustard fressen. Du willst aber sehr über deinen Stand hinaus.
Du bist doch bloß eine Wäscherin. Du bist doch bloß eine Wäscherin. Wenn die Wäscherin gehört, würden Sie mit dem dreckigen Labadönchen rumlaufen. Jack, die feine Herrschaft trägt keine Labadönchen, die tragen Faltenhemde mit vierfache Brüste. Die Aalhennen achtfache. Wäsche. Und überhaupt, die Madame Sojane ist auch nur Wäscherin gewesen. Und ist dann auch Marschallin geworden. Ja, ja. Die Kleine gefällt mir außerordentlich gut. Und dann hat der Mensch ja keine Wahl in was von Stande geboren wird. Ne? Wenn mich früher einer gefragt hätte, ich hätte sicherlich nicht gesagt, dass ich Wäscherin werden wollte. Ja, wenn du hättest wählen können, was wärst du denn dann geworden? Ja, ich wäre ein fein vornehm Fräulein geworden. Ja, Verkäuferin im Kaufhof. Oben Lebensmittel, unten Spielsachen. Ich wäre die Prinzessin Melanie geworden, die jetzt oben auf dem Schloss ist. Oh, du wirst aber sehr in die Höhe. Ja, besser wie sie in der Breite. Das steht dem Fräulein ganz schön. Bist du still, Kleinchen, du bist mein Geschmack. Ist denn das möglich? Tatsache, ich bin scharf auf dich. Oh, die Aldi plötzlich. Und du glaubst nun, dass du als Prinzessin glücklicher geworden wärst als hier als Wäscherin? Ja, ich glaubte, meinen Stand wesentlich zu verbessern. Sag mal, kennst du eigentlich die Prinzessin Melanie? Nee, hier sehen wir uns. Nein, Melanie, Monsieur, ist ja weh. Du musst am Jutchen, lass den Hund raus. Ja. Das auch, klein Tio. Ist doch ein Polizeihund, der verstellt sich doch. Ist das. Nein, wir haben die Prinzessin noch nicht gesehen. Wir haben sie abgeholt mit dem Schützenverein gestern in der Port. Ich habe die Fahne getragen. Da kam die Prinzessin in einem Wagen, kam sie heranzujücken. Und dann tat sie aus dem einen Wagen herausklimmen und sie klamm in den anderen hinein. Vater! Was denn? Das heißt, sie klumm! Ja, aus dem einen Wagen herausklimmen und klummte. Klummte doch was. Nein, ich hab was Besseres. Sie klabasterte in den anderen. Dann ist sie mal Jan im Gesicht gesehen, das ginge nicht, sie hatte da was davor gezogen, so ein Fliegendraht, ne? Eine Galosie, ja. Unsere Prinzessin soll ja eine sehr nette junge Dame ja sein, ne? Er war auch ein Dollhuhn. Ja. Immer zu einem Spaß und einem Scherz bereit, ne, Vater? Unsere Prinzessin, das soll ein steiler Zahn sein. Ja. Sag mal, du möchtest wohl gerne Prinzessin werden, um immer gut essen und trinken zu können, nicht wahr? Da hast du recht. Statt essen und trinken, was Jod und Dürr. Na, Kind, du bist aber auch nicht schlecht durch den Winter. Mein Herrschaft hat ja keine Ahnung, wo wir Glück mit uns kommen müssen. Nur Obst und nur Schlaf hier. Ja, aber Papachen, satt zu essen werden Sie doch wohl haben. Kevin fürs Papachen, was da ist, da ist nie was mehr da. Das kriegt auch das Kind, die ist im Aufbau, ne? Ja. Wenn ich die Prinzessin Melanie wäre, würde ich dafür sorgen, dass all die Armglück auch jetzt zu essen haben. Unter solchen Umständen ist es ja schade, dass du nicht Prinzessin geworden bist. Ja, ne? Geträumt hat ja oft ja auch. So, geträumt? Naja, Träume sind manchmal prophetisch. Hm? Ja, Träume sind sie ja manchmal wahr. Oh ja. Ist mir passiert. Ja? Ich hab die ganze Nacht geträumt, dass ich Hunger hab. Und? Wie ich morgens wach werde, war das wahr, ja. Na siehst du, vielleicht wirst du doch noch mal Prinzessin. Ach, das glaube ich schwerlich. Nein, glaube ich auch nicht. Hat keine Fassung für. Das ist es nicht. Ich meine, früher war das ja eher möglich. Ja. So vor 1000 Jahren mit noch Zauberer. Ja. Ja? Wir haben nämlich da so ein dickes Buch auf dem Speicher liegen. Da steht es nämlich drin, wie das passiert ist in Persien, in Bagdad. Ja, Persien und Bagdad ist passiert. Ja. Verzaubert und verwünscht. Das ja. Haben wir im Buch stehen, so ein dickes Buch. Groß, nicht am Speicher. Ja. Steht groß drauf, mein Kampf. Jawohl, steht drauf, mein Kampf mit dem Kohl von Strauß. Ja. Das Buch hat einen unangenehmen Geruch, es riecht nach Müff. Oh, ja. Oh, Fidon, Fidon. Woher weiß denn die Aal, was Müff ist? Merkwürdig. Naja, in dem Buch steht jedenfalls drin, da ist der arme Schuhmacher in den rische Prinz verwandelt worden und der übermütige Prinz in der arme Schuhmacher. Ich will nicht, würde mal in den Kotelett verwandelt, den ich in Spanieren und selber auffressen. Ja, wenn das früher alles passiert ist, warum soll es dann nicht heute auch noch passieren? Ja, die Möglichkeit ist allerdings ja, vorhanden. Ja, ist möglich, ja. Auch Vater, bin ich Spaß, wenn ich morgens wach würde und werde Prinzessin Melanie. Ja, und ich werde ein Prinz, ja? Mit Janin Klofrau. Ja.
Allerletzte, was dieser Mensch da sagt. Man sollte es wirklich nicht für möglich halten. Und die Prinzessin statt deiner Wäscherin, ja? Ach, das können wir für Pagöschen auch nicht schaden. Da sehen Sie mal, wie der Armlück zu Mut ist. Ja. Aber jetzt müssen Sie mich bitte entschuldigen. Ich muss nämlich gehen. Ja, wo willst du denn hin? Ja, ich muss noch die Wäsche in die Schlossjachtnerei bringen. Ach. Da gehst du ja den gleichen Weg wie diese Dame und dieser Herr. Dann kannst du ja versuchen, die Schlosswäsche gleich zu übernehmen. Das Resultat kannst du in der Gärtnerwohnung abwarten. Ja, das gut, Marianne. Vielen Dank. Dankeschön. Aber da fällt mir ein, die Kleine hat ganz vergessen zu sagen, warum sie eine Audienz bei der Prinzessin haben möchte. Oh, ich glaube, das wird wohl ganz unmöglich sein. Aber meine Liebe, warum setzen Sie sich nicht? Ich danke ergebenst. Ich bitte darum. Oh, ich möchte nicht. Ich befehle es. Herr Kleines Bündchen. Langsam setzen, sonst gibt's Krambolage. Langsam. Hey, Georgiana. Die Aal hängt da wieder Kallendressier. Denn eigentlich von der Prinzessin? Ja, ich wollte die Prinzessin mal gefragt haben, ob sie mich nicht mit 75 Talern unterstützen könnte, die ich dem Schild, dem Gerichtsschreiber noch schuldig bin. Ja, das machst du doch besser in einer Eingabe. Also ja. Unverschämte Bettelei. Man sagt... Jutsche, guck mal, was die für ein Höschen haben. Ja. Ohne Vorspann ging es nicht, der ist kaputt. Sag mal, du wolltest in dem Körbchen nicht übernachten. Fassen Sie mich nicht mehr an, Sie Pflege. Ja, wenn du wieder was brauchst, kommst du bloß zu mir. Oh, also, wir machen den Scherz, aber seien Sie vorsichtig, dass die Kleine nichts merkt. Ganz wie durch nach München. Ja, also wenn es dann gefährlich ist, ich bin parat. Mit Freude, mein Kind. Ja. Dank der Dame, sie wird dir die gewünschte Audienz verschaffen. Ja, ist gut, Marichan, danke schön. Lass den Kopf hier, der bringe ich auch. Ja? Vater, mach doch selber, pass auf. Hip! Jutschen, lass dir für den kleinen 50 Pfennige, bringst du mal was Flünz mit. Ja, Jutschen! Lass ihn mal Sie, Fräulein, soll ich dir rechnen von dem Brett Ihrem Mann schicken? Papachen. Ach ja, komm, sag noch mal Papachen. Ja. Mein liebes, gutes Papachen. Liebe, gute, sehr gut, ja, was ist denn? Die Dame ist leider Witwe. Witwe? Mhm. Oh nein. Ja. Ja, lässt sich die Sache ja noch überlegen. Wie meinen Sie das? Ich wäre auch noch zu haben. Affe! Angenehm, tschüss. Und fein Herrschaft, da die zum Gefolge der Prinzessin gehören, der gut muss hin. Das ist sehr klein, weil lecker. Würdest du nicht Papaschen sagen? Für die Aal? Bäh. Wäre doch schön, wenn der Jutsche fertig bringen würde von der Prinzessin, die 75 Dollar zu kriegen, damit wir den Schäl bezahlen können. Der Lump hätte doch gedroht, er wollte uns fänden los. Was soll uns Amrik werden, wenn sie die paar Brocke der Mann auch noch fänden? Das heißt, wenn sie fänden, der ich wünsche, sie hätten sie ich mit Bett holen. Kinder, ich habe ein Bett. Ist kein Bett, das ist eine Folterkammer. Das Bett leider nach Altersschwäche, das Wackeln und Krallen in alle Fugen. Wenn ich mich nachts immer schneller umdrehe, liege ich mit der Frankfurter Laterne auf der Erde. Oh, Jutsche, wie ist es dir? Ja, mir sind die ja. Aha, sag mal, wo ist Jutsche? Jutsche ist weggegangen. Drei feine Damen und eine Herr vom Schloss. Die haben das Mädchen nur. Drei feine Damen und eine feine Herr vom Schloss? Ja. Ja, wer kann das denn dir wissen? Die Mietz, da ist doch wo wir gesehen. Wer hat sie gesehen? Die Mietzte. Wen hast du gesehen? Die Mietzte. Wer ist denn das? Die meisten. Ach, die Mietzte. Ja. Sag mal, Tönnies. Ja. Was wollten die feine Herrschaften da? Wollen sie von mir waschen lassen? Jack. Glaubst du nicht? Von dir waschen. Ach, der Hermann, er hat es gehört. Die feinen Herrschaften kommen gerade von der Residenz und blieben noch 14 Tage. 14 Tage? Da kommen die da mit ihrer Wäsche aus. Bin ich sauberer? Wieso? Ich tue alle 8 Tage rein, Hemmer. Jack. Sag mal, was sind die denn fertig? Vor 2 Minuten müssen sie ihnen begegnet sein. Hä?
Ich bin durch der Walde gekommen. Ah, du bist durch die Hecken gekommen. Ja. Weißt du, wer ich da gesehen habe? Keine Ahnung. Der Schäl. Der wollte mir Rechtsvollzieher ansprechen. Aufhören, wenn ich das Wort Schäl höre, dann kocht bei mir das Kaffeewasser. Ja. Richtig nicht, ob dünn, der kriegt auch noch Singelohn. Tschüss, bevor. Nee, komm, bleib schön hier. Du kommst alle Jubeljahre einmal und dann haust du wieder ab. Ich will mit dir jetzt mal quatschen. Dünn, ich habe noch einen Sieg. Was heißt der? Warum denn nicht? Ich muss doch noch raus. Warum denn? Kennst du meinen Vater? Was ist denn mit dem Vater? Der hätte doch so sing Flausen. Die Vater hätte mir doch Flausen? Ja. Hätte Flausen? Dann werde ich Bescheid, dann hat er gesoffen. Ist er voll. Mein Vater ist ein feiner Mann. Das ist der Herr Schlossverwalter. Der ist höchstens angeheitert oder besäuselt. Aber niemals voll. Du bist voll. Oh, das haben wir gerne. Das guck mal an. Weil dein Vater ein feiner Herr ist. Weil das der Herr Schlossverwalter ist. Wenn der getrunken hätte, dann heißt es, oh Gott, der Mann ist nur angeheitert. Der ist besäuselt. Und wenn mir Ärmlüge nur so ein bisschen genommen haben, dann hätte direkt, das Firk ist besoffen. Bei der nächsten Volksversammlung. Dünnes, jede Mensch hätte seine Fehler. Aber Vollsinn ist doch keine Fehler. Ich bin ein Vergnügter, wenn ich voll bin. Ja, aber darf doch nicht so wie John, dass man sich ein bisschen Verstand verliert. Verstand? Wofür braucht man den dann? Ja, du brauchst den nicht. Er war mein Vater. Ach. Das ist ein feiner Mann, das ist der Schlossmann. Ja. Der muss Verstand haben. Ja, richtig, der Vater ist ja ein feiner Herr, das ist ja der Herr Schlossverwalter. Der Mann muss ja Verstand haben. Ich bin in der armen Däubel, ich kann ein Rindvieh sein. Ja, bei der nächsten Volksversammlung. Dünnes, du wolltest doch ja nicht. Du hast es gesagt. Pass auf, ich erzähl dir jetzt von meinem Vater. Letzte Woche kommen wir hin. Kommen wir aus? Himmelstähne, Granaten, Kardauner. Was denn? Angeheitert. Himmelstähne, Granaten, Kardauner, angeheitert. Ja. Das müsst ihr euch mal merken. Schön Wort. Ja, also, Himmelstähne. Er gruff ob Häng und Föß die Treppe rup. Moment mal. Was zählst du doch? Ob alle Viere? Ja. Ruppje, Kropf, ja. Treppe? Ja. Hang und Fuß? Ja. Und dann angeheitert? Ja. Besäuse? Ja. Hey, das Ferkel war voll. Pass auf, bitte. Ich wollte ja sehen, warte mal. Er ging in sein Schlafzimmer. Yeah. Da hat er sich dann ausgezogen. Yeah. Und dann hat er seine Hose in ein Bett gelegt und sich selbst die ganze Nacht über den Stuhl gehängt. Das ist doch ja nichts. Bin vorige Woche auch mal Himmelsterne, Granate, Kardaun und Anja heute nach Hause gekommen. Da habe ich die Lampe in das Bett gelegt und habe mich selbst ausgeblasen. Junge, mit mir musst du anfangen, du alter Mann. Hör mal, morgen soll ja der Prinz Adler mit großem Gefolge an. Ja, ja. Das war Hügard eine Wuhai wie die Prinzessin. Ah, das glaube ich, ja. Kammerdamen, Kammerherren. Und die ganze Waren von Kammerkatzen und Kätzchen. Katzen und Kätzchen, ja, ja. Das ist gut. Die haben viel Mäuse da oben. Wenn man das Leben am Schloss, muss doch schön sein. Die feine Herrscher, die ja viele Geld haben, die können doch essen und trinken, was Juden teuer ist. Ne? Das kannst du sagen. Essen nicht. Oh. Schön. Schön. Lecker. Lecker. Auch viel. Viel. Oh, ich habe Hunger. Was sagst du? Ich erzähl dir das. Ja. Wenn so die feinen Herrschaften an der Tafel sitzen... Ja, warte, wieso, was? Wenn so die feinen Herrschaften an der Tafel sitzen... An der Tafel, ja. Das ist gut. Die tun dann schreiben, ne? Wie schreiben? Aufjab machen an der Tafel, ne? Jeck Aufjab machen. Mit dem Griffel, so eine Tafel... Griffel, Aufjab machen, dünne. Was ist dann? Die feinen Herrschaften, die essen von der Tafel. Mach keine Quatsch. Wenn ich das sage. Die essen von der Tafel, ja. Die feinen Herrschaften... Das darf nicht wahr sein. Ja. Von der Tafel? Ja. Ja, und die Lügner kennen dich? Dünnes. Die feinen Herrschaften, die sahen doch für dich Tafel. Nein, die sahen für dich da. Was ein Blödsinn. Für dich Tafel? Ja. Was sahen die für eine Tafel? Wenn die jetzt dich zuerst ergriffen. Pass auf. Die feinen Herrschaften, ja. Die sitzen an der Tafel. Tafel dich. Tafel dich. Dich Tafel. Oder auch dich Tafel. Ja. Auf jeden Fall sitzen ja. Da. Ja. Dann wird das Essen, das wird rangefahren. Du Jeck. Rangefahren. Ja, klar. Auf einem Mädchen. Ja, sicher. Sind Pferdchen vor, ne? Pferdchen davor, Töne. Ja, was denn? Die schieben. Ach, das haben die immer getan. Nein, das kenne ich doch. Hey, pass mal auf. Ja? Also, die feinen Herrschaften, ja? Sind an der Tafel. An der Tafel? Da wird das Essen mit dem Mädchen rangefahren. Und dann mit der Schöpfe rüber. Mit der Schöp. Ja, wie dann? Dünnes. Das Essen ist in Schüsseln. Oh, in Kumpe? Ja, ja. Was meinst du, was in der Kumpe drin? Was ist in der Kumpe drin? Zehnerlei Fleisch. Zehnerlei Fleisch. Zwanzerlei Gemüse. Dreißerlei Zaus. Vierzerlei Erde. Nein! Hör auf, ist Schluss. 40erlei Erdäppel? Ja. Und wir armen Leute haben nicht einmal einerlei Erdäppel bei der nächsten Volksversammlung. Mann, die Leute müssen hier eine Mahr haben wie eine Spülstelle. Die machen das doch nicht wie du. Wieso? Die essen doch nicht von allem ein Bütt voll. Hör mal, ich esse nicht aus einer Bütt. Aus einer Bütt. Muss ich mir verbieten, ich
esse aus einem Künfchen. Feinen Herrschaften, die nippen bloß an allem. Da lass mir mal den Tisch, sollst du mal sehen, wie ich nippe. Du. Einmal hier nimmst du den Tisch doch mit weg. Hat gleich mal für schon. Aber dann offens. Was dann? Offens, wenn die Bellen sind. Furchtbar, die Hunde bellen sich was zusammen, das kann man nicht aushalten. Die ganze Nacht bellen und bellen und nee, nichts. Nee, 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 nee. Laut sind die Biesen. Nee, Tönes. Was dann? Doch nicht bellen mit E. Wieso? Bellen mit E. Das ist doch Quatsch. Wieso ist das Quatsch? Das kann man doch nicht. Was kann man nicht? Wie willst du das denn machen? Was denn? Kannst du gerne dem Hund sagen, soll mit E bellen. Das geht doch nicht, wenn ich bellen will. Was denn? Das hätte doch nichts mit dem Hund zu tun. Du hältst ihn in den Ohren, wenn gebellt wird. Belle. 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 Was? Bell. Wer? Bell. Wo, wo? Ach, doch nicht das Hund. Was denn da? Bell. Er sagt's. Tönnes. Was ist? Kennst du keine Ball? Entschuldige, ist mir aber blöd gewesen. Ja, also. Na ja, ich weiß ich doch, schöne Runde. So. Ach nee, Dünne. Was ist denn? Doch keine Runde. Ist keine Runde. Pass auf. An Viereck gebaut. Nee. Ich erkläre dir das jetzt. Pass auf. Das hier ist der Schlosssaal. Wo? Wo von am Schloss? Aber das ist ja hier, also. Hier ist der Schlosssaal. Ist der Schlosssaal? Und da kommen die Feinherrschaften rennen. Ah, da bringen die Bären mit. Ja? Nee, Dünnes. Das ist doch nicht so eine Ball. Das ist keine Ball. Doch, eine Ball ist das. Aber keine Hundeball. Nee, keine Hunde. Viereckball. Quatsch, schildert doch ja nicht. Das ist aber jetzt echt. Ach nee, Dünnes, das ist ein Hofball. Na ja, dann spielen sie am Hof damit. Nee, Dünnes. Dieser Ball, der wird im Schlosssaal abgehalten. Das geht doch ja nicht. Was hier? Kannst du deine Ball abhalten? Wieso? Nee, ach, passt uns auf. Für das Ganze sehen wir mal. Ja, dann ist er also eine Dicke. Von mir aus eine Dicke. Na also, jetzt gibst es zu, aber ja. Er ist schon ziemlich verkohlen. Jetzt weiß ich doch wenigstens Bescheid. Ja, ja, ist der Schloss da? Ja. Da spielt die Musik, ja. Da kommen die Leute, ja. Da wird getrunken, ja. Gegessen, gedanzt. Jawohl! Dann spielen sie mit der Bälle. Jo, dann spielen sie auch mit der Bälle. Also, was spielen sie mit der Bälle, was denn? Titsche, Dunde, Titsche. Baller, Baller, ja. Sagen wir doch wunderbar, die titschen auch. Auch. Mit aber ein Titscher-Resen. Und wer am besten Titsche kann? Der kann die Bälle mit heimnehmen. Alle? Alle. Und wo tut er sie hin? Ob der Hof. Hofball, da haben wir. Also bitte, jetzt ist der Kreis da. Also jetzt bin ich im Bilde. Ach, da kann mich doch nicht verkohlen. Pass auf, Dings. Ja. Da ist also der Ball. Der Saal. Der Ball. Und auf dem Ball, da kommen dann die Damen mit ihren großen Toiletten. Jetzt hast du dir aber fies versprochen, was? Ich? Sicher. Wieso? Womit kommen die Damen? Ja? Mit ihren großen Toiletten. Wieso, bringen die mit? Ja, sicher. Jede? Ja, klar. Wo haben die dann? Om lief. Nein! Die schleifen die Häuschen wieder rum. Ja, du sag mir, Dorrens, was stellst du dir unter Toiletten vor? Ist doch klarer Fall. Nee. Was dann? Die feinen Herrschaften, die sahen doch für Kleidertoiletten. Nee. Doch. Die sahen für Kleidertoiletten. Das ist schon. Nein, für Kleidertoiletten. Was sagen die denn für Toiletten? Toiletten. Dann gehen die auf die Kleider. Ja. Hör oder kann mich nicht auf die Haare nehmen. Nein. Was die feinen nee. Herrschaften machen, das ist maßgeblich, ja, das ist richtig. Das ist mir klar, was die feinen Herrschaften, die da viele Geld haben, die können sich alles erlauben, was mir am Glück uns nicht erlauben dürfen. Nee, so ist das auch. Erlauben dürfen wir uns das auch. Bloß wenn wir das machen, dann ist das noch lange dasselbe, als wenn das die feinen Leute machen. Weil es ist ein kleiner Unterschied. Ah, da haben wir es. Das ist es, ja, der Unterschied. Das ist nämlich der Klassenunterschied.
Das ist der Wurm, der schon lange in unserem Herzen herumknabbert. Es ist der Klassenunterschied, der das stolze Gebäude des Staates zum Zusammenkrachen bringt. Aber bei der nächsten Volksversammlung, dann räumen wir damit auf, dann haben wir noch Gleichheit, Brüderlichkeit, Einigkeit. Was dein ist, ist mein. Was mein ist, wir bescheren nicht an. Es gibt überhaupt keine Unterschiede. Der Unterschied ist das, was wir nicht unterscheiden. Und wenn unterscheiden... Du, da fällt mir gerade eine schöne Witz ein. Darf man von Unterschied sprechen? Kennst du den Unterschied zwischen Liter Schnaps und drei Teller Bohnensuppe? Unterschied zwischen Liter Schnaps und drei Teller Bohnensuppe? Ja. Nee, kennst du den? Nee, nee. Wenn du Liter Schnaps gesoffen hast, dann schießt du doch nach vorne. Ja, nicht? Ja. Gesoffen hast, dann schießt du nach vorne. Ja. Wenn du drei Teller Bohnensuppe gegessen hast, dann bist du satt. Ja. Les places. Pas de courue. Eingeladen und saßen gemütlich beisammen. Da brachte Baronin von Pressen uns das Mädchen und gab uns heimlich den Auftrag, sie mit einzuladen und ihr zuzutrinken. Ja, was euch sicher nicht schwer geworden ist. Sie schien Durst zu haben, denn sie stürzte mehrere Gläser hastig hinunter. Da mischten wir ihr das Schlafpulver, das uns die Baronin gegeben, in den Wein und schon nach kurzer Zeit war sie fest eingeschlafen. Wir trugen sie ins Schloss hinüber und verfuhren, wie Durchlaucht uns befohlen. Gut, nun hört, wenn wir von der Abendtafel aufstehen, so geleitet sie in ihr Schlafzimmer. Das grüne Zimmer ist doch hergerichtet. Wird geschehen, Durchlaucht. Wenn ihr dann merkt, dass sie fest schläft, und dafür werden wir schon sorgen, dann nehmt ihr sie aus dem Bett, zieht ihr ihre alten Kleider wieder an und bringt sie in einem Wagen nach Hause. Ihrem Vater sagt ihr, das Julchen habe sich in der Schlossgärtnerei betrunken und der Schlossgärtner ließ sie durch euch nach Hause bringen. Dies alles wird sie noch vollends verwirren. Eine ärgerliche Einfall, Durchlaucht. Die Kleine muss glauben, dass alles, was ihr begegnet ist im Schloss, war eine Traum. Ja, aber wo ist denn eigentlich die Marschallin? Die Marschallin leiden unter starker Migräne und befinden sich noch in ihren Gemächern. Sie wird ganz gewiss nicht vor morgen erscheinen. Ja, hat sie denn schon zur Abendtafel abgesagt? Nein, das leider nicht. Es wäre schade, wenn sie käme, dann wäre unser Spiel zu Ende. Tja. Also, ihr wisst nun, was ihr zu tun habt und macht eure Sache gut. Nun wollen wir mit der Komödie beginnen. Eure Rollen kennt ihr ja alle. Dies hier ist für heute Abend die Prinzessin Melanie. Ich bin die erste Hofdame, Graf Bernau und ihr anderen steht ihr zu Diensten. Und dass mir keiner von euch lacht. Aber wie kann ich denn doch? Aber es könnte unseren ganzen Spaß verderben. Bitte. Fräulein, wecken Sie sie. Eure Durchlaucht. Oh, ach. Ja, Vater, ist es dann ein Zick? Durchlaucht haben wir befohlen, sie zu wecken. Ach, was ist dann Durchlaucht? Ist dann eine Fürchen oder nö? Geruht, Durchlaucht aufzustehen. Ach, was ist dann Durchlaucht? Mit wem sind wir dann am Sprechen? Mit ihrer Durchlaucht, der Prinzessin Melanie.
Ja, was ist da jetzt kaputt? Bin ich dann behext? Hat ein Durchschlag vielleicht einen bösen Traum? Junge, wenn das ein Traum ist, ist es einfach ein schöner Traum. Einfach. Es schimpft, dass ich wach bin. Meine Herrschaften, bitte, wie bin ich denn hier auf das Schloss gekommen? Ja, wer hätte mir da nicht Bluten angetan? Ja, bitte. Mit wem habe ich denn die Ehre? Es ist in der Tat seltsam, dass Durchlaucht ihre nächste Umgebung nicht kennen. Wir sind die Hofdamen ihrer Durchlaucht. Ich heiße Gräfin Hochtal. Baronin von Pressen. Graf Bernot. Und ich habe die Ehre, euer Durchlauchtleibarzt zu sein. Und ich, geheimer Sekretarius. Und ich, die Kammerzofe. Und ich, die Kammerfrau. Oh. Ja, das ist ja alles ganz nett, ne? Aber wer soll ich denn dann sehen, bitte? Ja, Durchlaucht belieben zu scherzen. Wie sollten Sie denn einen Augenblick vergessen können, dass Sie Prinzessin Melanie sind? Ja, 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 klar. Was? Wer bin ich? Die Prinzessin Melanie. Oh ja, mich. Wer wird schwarz vor den Augen? Ja, aber wer sollten Sie denn sonst sein? Das ist Teufelsspuch. Das ist Hexerei. Soll ich dann wirklich? Ich kriege Schudder, wenn ich dran denke. Ich soll behexen. Naja, im Grunde genommen ist das ja kein so großes Unglück. Bin doch lieber eine Prinzessin Melanie wie ein Wäscherin, aber... Meine Herrschaften, entweder Sie wollen mich für der Jäck halten. Ja, wie? Durchlaucht glauben, wir könnten es wagen. Ja, oder die Sache geht nicht mit richtigen Dingen zu. Ja, so erklären Sie doch, Durchlaucht. Meine Herrschaften, ich kann Ihnen versichern, dass ich nicht die Ehre habe, die allergnädigste Prinzessin Melanie zu sein. Ganz im Gegenteil, ich bin ganz gewöhnlich Mädchen, ich bin die Wäscherin Julchen Röp. Also der geistige Zustand unserer allergnädigsten Prinzessin erregt einige Besorgnisse. Nee, bestimmt, ich bin nicht Julchen. Ach, mich kennt doch jeder hier. Und wenn ich mal streife, belure? Nee, ich verdamme mich nicht, wir kennen uns alle. Ja, ganz gewiss haben wir die Ehre, von eurer Durchlaucht gekannt zu werden, da wir ja schon seit Jahren in Durchlauchtsdiensten stehen. Nee, Sie waren da gestern Morgen in unserem Höschen. In Ihrem Häuschen? Also Durchlaucht sind wirklich gut gelaunt. Ja, da wollen Sie bestreiten, dass Sie gestern bei einer Wäscherin waren. Nein, eure Durchlaucht. Als Durchlaucht sich nach der Abendtafel aufs Sofa legten, um ihr gewohntes Schläfchen zu halten, da gingen wir in den Ort, um einige Kommissionen zu erledigen. Und kamen unter anderem allerdings auch in die Wohnung einer Wäscherin, der wir die Schlosswäsche übergeben wollten. Ja. Wir fanden dort ein junges Mädchen und einen alten Mann. Ja, stimmt, der alte Mann, wo ich das junge Mädchen war, mein Vater. Also Durchlaucht belieben jetzt wirklich zu scherzen. Ja, sagen Sie mal, wie gefiel Ihnen das junge Mädchen dann? Och, es war ein recht lustiges Persönchen, ja. Aber sie schien nicht mehr ganz jung zu sein. Ziemlich keck und etwas schnippisch. Sagen Sie mal, das junge Mädchen hat Sie doch in eine Schlossjachtnerei begleitet. Ja, wo ich sie in lustiger Gesellschaft verließ. Stimmt, da wurde ich genötigt, mehr zu trinken, als ich vertragen konnte. Ja, es ist in der Tat seltsam, wie Durchlaucht das alles wissen können, dass sie ja die ganze Zeit nicht vom Sofa gekommen sind. Nee. Vraiment, wir fanden Durchlaucht noch fest schlafend, als wir zurückkehrten von unserer Gang. Tät keine Zweifel mehr. Ich bin behext. Mein Seel ist in der Lief von der Prinzessin gefahren und der Prinzessin ihr Seel ist in meine Lief gefahren. Das ist genau dieselbe Geschichte, wie ich sie im dicken Buch gelesen habe, was bei uns am Speicher liegt. Aber ich bin doch mal neugierig, die Wäscherin mal kennenzulernen, die ich früher mal war und jetzt nicht mehr sehen soll. Wie merkt man das jetzt? Ha, du da, Liv Koje, kommt her. Geh mal direkt in die Schlossjachtnerei. Die Wäscherin und Julchen Röp soll gleich mal herkommen, ja? Sie wird zwar noch am Schlafen sein, aber man soll sie wecken. Sehr wohl, Durchlaucht. Verzeihen. Aber die Wäscherin kann unmöglich erscheinen. Wie ich selbst gesehen habe, ist sie total betrunken. Betrunken? Aber wie ordinär. Und der Gärtner ließ sie sogleich zu ihrem Vater nach Hause bringen. Um Gottes Willen, habt die Prinzessin zu meinem Vater nach Hause bringen lassen? Nein, doch nicht zu ihrem. Zu dem Vater der Wäscherin. Ja, dann ist doch mein Vater. Wobei, da gibt eine schöne Schlägerei morgen früh, wenn die wach wird und findet sich zwischen Kinderhemmchen, Kinderwindel und Seifenlauch wieder.
wenn ich nur meinem Vater nicht die Augen auskratze. Euer Durchlaucht, ich habe bisher geschwiegen, weil ich ihr seltsames Benehmen als die Folge eines lebhaften Traumes betrachtete. Ich bin aber zu der festen Überzeugung gekommen, dass ihr Zerebralsystem bedeutend affiziert ist. Nein, nein, mein Spiralsystem ist in Ordnung. Auch der Puls ist von der Art, dass ein sofortiger Aderlass notwendig ist. Zuf! Hey, was soll das? Ich bin kerngesund und geistig völlig beieinein. Ich kann und will mich nicht zur Ader lassen. Als Ihr Leibarzt habe ich zu befehlen. Wie? Sie können es über sich bringen, fürstliches Blut zu vergießen. Vor der Hand nur 20 Unzen? Nur 20 Unzen, ja. Das sind ja mindestens drei Mal vor. Oh, Mon Dieu, drei. Ich kann kein Blut sehen, ich schieße da mal raus. Nein, so, das ist Sie, wie wäre es die Sie? Aber das geht doch nicht. Ich stürfe doch, wenn Sie mir die Öde abschnicken. Abschnicken, Nono? Oh, bitte, liebe Jute Spekulatius, Doktor, lassen Sie mich noch einmal leben, ja? Also hören Sie, Prinzessin, wenn Sie noch einmal behaupten, Sie seien eine Wäscherin, oder auch nur das Wort Wäscherin aussprechen, sehe ich mich gezwungen, zwangsweise einzuschreiten, so wie es meine Pflicht erheischt. Ja, ist gut. Besten Dank, Herr Doktor. Vielen Dank, ja? Widerliche Blutegel da. Also, ich bin die Prinzessin Melanie. Hoppla! Kann man das sehen? Gottlob, dass Durchlaucht endlich überzeugt sind. Oh, nee, überzeugt bin ich noch lange nicht. Aber Sie können mir zur Überzeugung verhelfen. Meine Damen und Herren, ich halte doch alle für Herrschaften, die Ehre im Ballschein. Im Ballschein. Die Ehre im Liefern. Darum bitte ich Sie, strecken Sie jetzt alle eine Hand in die Hüte und schwören Sie mir, dass ich die Prinzessin Melanie bin. Und dann will ich glauben. Nun gut, es sei. So wahr wir beide Ihre Hofdamen sind, so wahr sind Sie unsere allergnädigste Prinzessin Melanie. So wahr die Kleider, die Sie tragen, sind die Ihrigen, so wahr sind Sie unsere allergnädigste Prinzessin Melanie. So wahr diese Bittgesuche an Sie gerichtet sind, so wahr sind Sie unsere allergnädigste Prinzessin Melanie. Ja? Lacht doch noch! Und alle anderen, wer bin ich? Unsere allergnädigste Prinzessin Melanie. Hoch, hoch, hoch! Es stimmt! Ich bin behext! Aber ich möchte auch dümmste Frau mit von der Welt sein, wenn ich nicht die Prinzessin Melanie sein wollte. Also, ich bin die Prinzessin Melanie. Hoppala. Ich bin gestern auf und hier mit schmingem Gesocks angekommen. Ich bin gestern auf und hier mit schmingem Gefolge angekommen und befinde mich hier auf meinem Schloss. Ja, sagen Sie, was will ich dann, hey? Ja, Sie sind hier, um Ihrem durchlauchlichsten Bräutigam, dem Prinzen Adula, der hier durchreist, einen überraschenden Empfang zu bereiten. Prinz Bormaria, was hör ich? Psst, ja? Psst, ja. Psst. Mensch, Krähen, komm ans her! Sagen Sie, der Prinz, mein Bräutigam. Kennst du den? Ja, allerdings. Mir wurde ja die Mission zuteil, die Verbindung zu vermitteln. Sagen Sie, der Prinz, ist das eine nette Kerl? Ist der schön? Schön. 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 Also, Hänneschen, jetzt, wo ich die Prinzessin Melanie bin, ist es mir erst recht nicht möglich, dich zu heiraten. Du bist eben nicht aus fürstlichem Gestüt. Weil einem so ein Kleid direkt von anderen Gesicht gibt. Man hat direkt eine gewisse Sicherheit im Benehmen. Ich merke das, was? Hast du gesehen? Die Prinzessin bald auf der Bäuche fallen. Durchlaucht. Was ist? Durchlaucht haben geruht, ihr allergnädigstes Taschentuch zu verlieren. Was hab ich verloren, mein Sacktuch? Das brauche ich nicht, das kannst du behalten. Ich komme auch so hin, ja? Ich kann aber ja nicht verstehen, wie ins Leben gut, dass ich mal ein Wäscherin. Dass ich mal was anderes war wie die Prinzessin Melanie. Widerlicher Vampir, doch. Vampir! Ach, nee. Die Spitzen sind aber ganz mies gebügelt. Und was Dreck ist der Fummel auch? Ich werde die nächste noch bei mir bügeln lassen. Hey, 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 hey! Ich beobachte sie schon die ganze Zeit, wie sie mit ihrer
Kollegin flüstern und ihr ins Ohr fispeln. Ziemt sich das für eine Hofdame in Gegenwart einer Prinzessin, hä? Unterlassen Sie das? Ich kann das nämlich nicht liegen. Durchlaucht. Was wollen Sie, geheimer Sekretarius? Durchlaucht pflegen gewöhnlich vor der Abendtafel die Eingänge des Tages zu erledigen. Was? Jetzt arbeiten? Na, das geht nicht. Ich bin nämlich auf irgendwas ein bisschen faul. Das macht nichts, Durchlaucht. Es sind ja nur Gnadengesuche. Ja, Sans, was hast du jetzt gesagt? Nur Gnadengesuche? Ja, weil es Gnadengesuche sind, dürfen sie nicht aufgeschoben werden. Wenn ich helfe, dann helfe ich direkt. Der arme Kerl, der nichts zu essen hat, der kann auch nicht bis morgen warten. Und wer direkt gibt, gibt doppelt. Merken Sie sich das, lassen Sie mich sowas nie wieder hören. Brav so, Mädel. Diese Gesinnung, Prinzessin, ist doch die meinige und macht ihrem Herzen alle Ehre. Ha, hast aber nett klein, ja? Bist überhaupt die Netteste hier. Und wenn ich mit mir gut hältst, da kriegst du auch einen Orden. Vierter Klasse. Gut, schön. Hab ich mir gedacht, ja. Du machst dich gut. Toll, wie der geht. Der braucht bloß zu kloppen, dann laufen ja. Die, ne? Ja, Frau Gräfin, setzen Sie sich bei mich, dann tun wir die Sache gemeinsam befummeln. Ja, gern durchlaufen. Ja, dann wollen wir mal. Auf geht's. So. Setz dich doch. Setz dich da hin. Das geht doch. Och, Liebchen, setz dich doch. Setz dich hin. Kommen Sie, Frau Gräfin, dann wollen wir mal, ja? Ja, durchlaufen. Ihr könnt euch aber auch mal setzen, so sind nicht. Setzt euch! Ja? Schön. Halt, 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 halt. Du bliebst stumm. Du hast mich eben geärgert. Du wolltest mir Blut abzapfen. Sekretär, tragen Sie für. Sehr wohl, Durchlauf. Die kranke Witwe Huber bittet um den halbjährigen Hauszins von 30 Talern. Das ärztliche Attest liegt bei. Mhm, ja. Soll 60 Taler haben. Schreib! Du musst überhaupt immer schreiben, wenn ich spreche. Vigo. Eine Eingabe vom hiesigen Gerichtsschreiber. Was vom Schäl? Will der etwa auch Unterstützung an? Abgewiesen, ein für alle Mal, abgewiesen. Ja, aber Durchlaucht haben wir noch gar nicht gehört, was er will. Das interessiert mich doch überhaupt nicht. Was will er dann? Er gibt an, eine Schuldforderung von 75 Talern an ein Fräulein Julchen Rübe zu haben. Jeck Rübe. Rüb! Du bist eine Rübe. Der infame Schäl verklagt er mich bei mir selbst. Julchen heißt sie. Ach, das ist gewiss die rote Jule, die sich gestern so in der Schlossgärtnerei betrunken hat. Tja, nicht nur das, auch noch Schuldenmacherin. Also, meine liebe Frau Gräfin, Sie scheinen mir ein bisschen jähhöstig, ne? Sie urteilen, bevor sie um Asyl kann. Lassen Sie das. Da nun von der besagten Jule nichts zu holen ist, bittet der Gerichtsschreiber darum, dass Sie... Dass ich für Sie bezahle. Das ist aber eine seltsame Zumutung. Ja, eine unverschämte Zumutung, die Durchlaucht ohne Zweifel zurückweisen werden. Nee! Oh, ich wollte sagen, nein. Wissen Sie, ich fühle mich nämlich befugt, die Schuld dieses jungen Mädchens zu bezahlen. Und darum zahle man dem Schäl die 75 Taler und er soll dem Julchen den Schuldschein zurückgeben. Ja, wie? Meine Prinzessin unterstützt die Leichtsinnige auch noch? Also, der kündige ich leicht die 14 Dach. Nein, Frau Gräfin. Mit dem Mädchen hat es nämlich was ganz Besonderes auf sich. Das ist so eine Art, ja, ein Stiefzwilling von mir. Ja. Milzschwester wollten Hoheit sagen. Och, Lorenz doch. Das ist das erste vernünftige Wort, was du bis heute gesagt hast. Dafür darfst du auch jetzt hinsetzen. Ja, genau das wollte ich nämlich sagen. Ist nämlich eine stiefe Milzschwester von mir. Eine Milchschwester, jawohl. Wissen Sie, ich scheine das Mädchen nämlich so jähen wie mich selbst. Und ich habe schon immer versucht, ihre Lage zu verbessern und ergreife hiermit jetzt fröhlich die Gelegenheit. Ach du liebes Christkind, hab ich dir jetzt wehgetan. Tut mir aber leid. Hey, Metzger! Metzger! Oh, oh, böser Kuss! Hey, da tun wir ein Blütchen rum, ja? Aber ein anständiges. Gelegenheit zu verbessern, indem ich ihr monatlich 50 Taler Rente anweisen lasse.
An die Wäscherin muss ich ja denken. Ich weiß ja nicht, ob ich nicht über Nacht wieder in sie reinfahre. Somit hoffe ich aber, Durchlaucht, dass Ihre Dispositionen für heute zu Ende sind, denn der derzeitige Bestand der Kasse, die ich führe, verträgt keine weiteren Anweisungen. Was? Ki hält mich da? Da sagen Sie, Finanzminister, etwas schleunigst Neues drucken, ja? Papier genug haben wir ja und Lumpen auch. Ja, meine Herrschaften, habe ich mich wohl für reicher gehalten, als ich bin. Aber ein Geschenk von 6 Flaschen Champagner an das Julchen muss noch beigefügt werden. Da bestehe ich drauf. Ich weiß nämlich, dass der Keller gut gefüllt ist. Haben Sie das alles zu Papier gebracht? Sehr wohl, Durchlaucht. Es fehlt nur noch die Unterschrift Ihrer Durchlaucht. Unterschriebe? Nein, das geht nicht. Nein, nein, ist völlig unmöglich. Ich habe nämlich gestern meinen linken Daumen verstuft, ja. Die Gräfin soll für mich unterschrieben. Ich mache Sie dafür verantwortlich, dass alle meine Befehle genau befolgt werden. Es wird alles geschehen, Durchlaucht. Das ist nett, Klein, danke. Seine Durchlaucht Prinz Adola ist soeben vorgefahren. Ach du liebes Christkind, der Prinz ist da. Was mache ich dann jetzt? Ja, aber gnädigste Prinzessin, sind doch bereit, den Prinzen zu empfangen. Tut mir das nicht an. Ich glaube, ich höre den Prinzen schon auf der Treppe. Ja, aber zählt mir dann so den Prinz? Ich kann das doch nicht. Also ich bin gespannt, wie der Bursche seine Rolle spielen wird. Seine Durchlaucht Prinz Adola. Allergnädigste Prinzessin, ich vermag nicht, die Freude und das Glück zu fassen, euer Durchlaucht im Schloss begrüßen zu dürfen. Himmel, die Stimme! Hoheit haben mir ihr Schloss als Nachtherberge angeboten, ohne mich indes ahnen zu lassen, dass die reizende Besitzerin selbst zugegen sein wird. Oh, jämmisch, das ist ja ein Tennischen. Gräfin Hochtan, Baronin von Pressen, Graf Bernot, ich freue mich sehr, Sie hier zu sehen. Ich habe Ihnen Grüße von meinen Eltern auszurichten. Verbindlichsten Dank, Durchlaucht. Aber was fehlt der Prinzessin? Durchlaucht scheint nachdenklich. Alle Juden, ja, ist der Henneschen. Bisschen auch verzaubert. Verzaubert? Was hat das zu bedeuten? Ist der Prinzessin nicht wohl? Ha, so eine Ähnlichkeit zwischen zwei Personen, die gibt es nicht ganz und nicht erzählt, bis der Henneschen erzählt. Gott, Prinzessin, fassen Sie sich, bedenken Sie Ihre Lage. Komm, blieb mal von meinem Puls und jan. Oje. Nur mich doch nicht so stolz an. Kennst du mich dann nicht mehr? Ich bin doch das Julchen. Gulchen? Ja, weiß denn ja nicht, wer du früher mal warst. Ich weiß noch nicht mal, Wäscherin, da denke mal... Also Ihre fixe Idee kehrt wieder. Sie zwingen mich, amtlich einzuschreiten. Komm, jank, jank, jank. Soll doch Kreisfifikus wählen. Kreisfifikus. Die Prinzessin scheint geistesgestört. Hat sie öfter solche Anfälle? Davon haben Sie uns nichts gemeldet, Gräfin. Also, wenn Sie wirklich der Prinz sind... Dann ist diese große Ähnlichkeit aber gar nicht zu begreifen. Welche Ähnlichkeit? Ach, mit einem Spielkamerad von mir. Einem Jugendfreund. Ach, da kannst du auch was willst, wie sie tätig sind, ich sehe das doch. Die Prinzessin ist vollends verwirrt, erklären Sie mir das. Tja, nun, die Verwunderung der Prinzessin ist allerdings leicht erklärlich. Ja, die Ähnlichkeit mit dem Burschen ist wirklich fabelhaft. Ja, und wer ist dieser Herr? Der Sohn des Schlossverwalters. Aber die Prinzessin nannte ihn einen Jugendfreund, einen Spielkameraden. Und ihrer Ekstase nachzufolgen, muss er ihr sehr teuer sein. Also der Sohn des Kastellans und der Prinzessin gehört das Schloss. Also ich muss sagen, diese Mitteilung klingt sehr naiv. Allergnädigste Prinzessin, meine Gesichtszüge scheinen Sie derart zu verwirren, dass es mir geraten erscheint, Ihnen dieselben für einige Augenblicke zu entziehen. Ja, ist gut. Der Bursche spielt seine Rolle fabelhaft. Also ich weiß nicht, wo mein Kopf steht. So eine Ähnlichkeit zwischen zwei Personen, die gibt es nicht und kann es auch nicht geben. Auch ich sehe das doch. Die Gestalt, die Manieren, die Sprache, das hier sehe ich. Und dann die X-Bane. Das ist ja alles Betrug. Ich lass mir nichts mehr vormachen, will jetzt die Wissheit haben. Hina Lefkoje, zu mir. Hier sofort in die Schlossjachterei. Der Sohn des Schlossverwalters soll gleich mal hierher kommen. Ich, die Prinzessin Melanie, befehle es. Sehr wohl, Durchlaucht. Ja, nun lauf, Alt. Der Lakai soll melden, er habe Kopfschmerzen und liege zu Bett. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Verzeihung, Durchlaucht. So viel ich weiß, ist der Bursche leidend und liegt seit einer Stunde zu Bett. Ach, nee. Ja. Du süß. Hoi. Was du nicht alles weißt, ne? Eben hast du auch direkt gewusst, dass sie die Wäscherin nach Hause gebracht haben. Ist der junge Mann vielleicht auch betrunken, ja?
Schloss mir nichts mehr vormachen, will jetzt Gewissheit haben. Das ist doch furchtbar. Der Bursche lässt sich entschuldigen. Er liegt im Bett und hat Kopfschmerzen. Oh, nö. Ich nehme jetzt keine Entschuldigungen mehr an. Och, der soll herkommen, mit oder ohne Kopf. Noch besser, schon zu ihm. Ha! Junge, ja, Durchlaucht! Das ist doch einfach unmöglich. Aber Gräfin, ich bitte Sie. Wenn Durchlaucht durchaus darauf besteht, so mag der Bursche halt für einige Augenblicke hier erscheinen. Ja, aber sag mal, Bursche, was machst du denn? Wie kann er denn kommen, wenn du hier bist? Keine Angst, ich habe den Fall vorausgesehen. Hier, der Lakai. Eilen Sie sofort zum Schlossverwalter und sagen Sie ihm, ich, Prinz Adela, ließe ihn bitten, seinen Sohn auf einige Augenblicke hierher zu schicken. Er habe es nicht nötig, vorher Toilette zu machen. Er soll in seinem gewöhnlichen Dienstanzug erscheinen. Ich rechne damit, dass Sie den Burschen sogleich mitbringen. Sehr wohl, Durchlaucht. Ich bin auch selbst gespannt, mein Ebenbild von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Ja, und ich, Ed. Im Falle, dass er kommt. Er wird kommen. Ja, sag mal, hast du einen Doppelgänger? Wer weiß. Graf Bernot? Durchschlauch. Wissen Sie, ob mein Kammerdiener meine Sachen in mein Zimmer gebracht hat? Sehr wohl, Durchschlauch. Auch meine Schatulle? Sehr wohl, Durchschlauch. Da wir den armen Burschen in seiner Ruhe stören, ist es nicht mehr als recht, ihm ein kleines Geschenk zu machen. Ja, klar. Graf Bernhoff, wo sind meine Zimmer? Wenn sich Durchschlauch bitte ihr herein bemühen. Nee, ist zu viel für mich. Aber ich gehe ins Wasser. Das ist auch... Ach du Schande, was ist denn hier los? Du lieb, ach du Schande. Frau Kämmerfrau, können Sie mal gucken, ob die Krone noch richtig sitzt? Ich hab das Gefühl, die Regierung ist Arsch am Waggeln. Ja, das kriegen wir schon wieder hin. So. Und unbesorgt, die Regierung setzt fest. Nein, ich läuft von der Reinbursche. Tag zusammen. Die Herrschaften haben mich hierher gebeten. Ich habe die Ehre, die Befehle in Empfang zu nehmen. Oh wei, das ist ja ein Tennischen. Der, jetzt läuft ich alles. Jetzt begreife ich. Na, das hat er großartig gemacht. Na, wart, Kältchen, dass mich diese Mittag hier ärgert. Das kriegst du jetzt wieder. Komm, netter Bursche. Ohne Furcht. Los, los, komm. Oh, geh schon, du Trottel. Na, Mensch, pass doch auf, du Klotzkopf. Entschuldigung, Durchlauf, aber da kann ich nichts dafür. Der da hat mich gedeut. Das heißt nicht gedeut, das heißt gestupft. Ist recht. Sag mal, mein Junge, wir haben uns doch schon öfters gesehen, oh, ja? Oh ja. Ich hatte bereits gestern Abend das große Glück, euer Durchlaucht zu kicken. Kicken? Furchtbar. Sag, und Fröter, hast du mich noch nicht gesehen? Fröter? Nein, nein. Fröter hatte ich noch nicht die hohe Ehre, euer Durchlaucht zu luren. Der kennt mich auch nicht, das ist ja furchtbar. Ja, weißt du, mein Sohn, es ist Folgendes. Prinz Adela dort und ich, wir sind dir in Hulf zugetan und daher kannst du dir eine Gnade erbitten. In diesem Falle, Durchlaucht, möchte ich Sie um dasselbe bitten, worum ich bereits die Frau Gräfin gebeten hatte. Ach, und was war das für eine Bitte? Nun, der junge Mann liebt ein junges Mädchen, welches er gerne heiraten möchte. Aber leider stellen sich ihm da Hindernisse in den Weg. Ja, und wer ist dieses junge Mädchen? Mit Respekt zu melden, eine Wäscherin. Es ist dasselbe hoffnungsvolle Mädchen, das man gestern betrunken in der Schlossgärtnerei gefunden hat. Julchen heißt sie. Meine liebe Frau Gräfin. Sag, willst du jetzt in Obstand, wenn du mit dieser Prinzessin sprichst? Was bist du so müd? Ich weiß nicht, was Ihnen dieses Mädchen getan hat, dass Sie sich alle Augenblicke versuchen, daran zu reiben. Unterlassen Sie das. Das kann Ihnen bei mir fies schaden. Und was sind das für Hindernisse? Ich stand hier nicht hoch genug. Et meint, können rechte Partie machen. Im Grunde genommen weiß ich doch, dass es mich gehen hat. In ihr Bild, Zippel da. Ja, ist wohl ganz unmöglich. Dieses Mädchen ist mal sehr schön und sehr liebenswert geschildert worden, wird ja dann wohl kaum zu einem so unbedeutenden Burschen wie dir passen. Ach, Durchlauch, das ist doch fussig. Ach, sag mal, du willst wohl Komplimente machen. Besicht uns Minghorn. Oh, nein, 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 nein. Bei Durchlauch ist es ja ganz etwas anderes. So. Durchlauch haben rot-goldenes Haar. Mhm. Für dem Jutsch, sind heute sind verschossen fussig. Das hätte so lange im Rennen gestanden, die sind voraus. Durchlauch habe auch eine schöne weiße Haut. So. Aber der Jusch, ich war zu lange in der Sonne. Da hat der Zimmersprossen auf der Nase rang. So knubbele. So knubbele. Ist überhaupt nicht möglich. Dieses Mädchen ist mal sehr schön und sehr feingeistig geschildert worden. Da sind Durchlauch falsch. So. Der Jusch ist ein bisschen verschränkt. Ach. Ja,
und in gewisser Weise sehr borniert. Sieh an. Und dann hat es auch einen großen Dünkel. Bildsichert weiß was ein. Und neulich habe ich gemerkt, hätte doch Anlage zum Suffe. Suffe? Ach, wie ja, furchtbar. Ganz furchtbar. Und so richtig jung ist das auch nie. Ist das 25? Nee, 24! Ach, Durchlauf wissen? Nein, ich wollte sagen, ich habe etwas Lügen geholt. Ach so, ja. Und dann wird sie eine Grafe für den Baron hier rode. Und dort drüber wird er den Aljuffer. Und trotzdem willst du dieses Mädchen heiraten? Ich muss es doch retten, Durchlauf. Damit es nicht sitzen bleibt. Boshafte Kerl, ich kümmer's. Ja, und was soll ich bei alledem tun? Wenn Durchlauf mal die große Güte hätten, ordentlich mit dem Mädchen zu sprechen und immer so richtig in sie wissen ach, zu reden. Ja, denn so sieht das aus. Ich bin überzeugt, wenn Durchlauf wollen, dann will das Jutsche auch. So. Durchlauf. Durchlauf, mach doch, dass wir uns kriegen können. Durchlauf. Bist doch gekallt. Na? Lass das, ja? Komm mal her. Was meinst du, soll ich es ihm geben? Ach, bitte, Durchlaucht, ja. Na schön, dann hast du dich aber morgen früh Punkt 8 Uhr mit euren beiden Vätern hier einzufinden. Dann werde ich die Sache schon knufen, ja? Und vergiss ja nicht, das Julchen mitzubringen. Ich bin ja selber mal gespannt, wie ich aussehe und wie ich mich hier mich selbst benehme. Also... Adieu, lieber Freund. Ich habe noch Regierungsgeschäfte. Ist gut. Tschüss, Durchlauch. Ihrer Reinburst, dein Sach wird erledigt werden. Na, hau es doch in eine Lefe, Kick. Ist das jetzt Sinn, du widerlich Fräsen da? Es ist doch nichts leichter, als eine Prinzessin zu sehen. Ich hab mich schon direkt richtig irren gelebt, ja? Er war sagen, wo ist denn der Prinz geblieben? Ja, der Prinz ist in seinem Zimmer und macht dem Burschen ein Geschenk. Er entlässt ihn dann durch den Empfangssalon. Ja, aber sagen Sie mal, haben Sie schon mal so eine Ähnlichkeit gesehen? Nein, also die Ähnlichkeit, die war wirklich fabelhaft. Ja, aber der Hans, er ist doch eine nette Kerl, nicht? Mhm, ein sehr netter Bursche. Ach, so ist das, ja? Ja? Da komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Sag mal, der gefällt dir wohl wie? Oh ja, ja doch sehr. Ja, 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 sehr. Ja. Den hättest du wohl gerne, wa? Aber durch. Ja, hier, Ananas vorbei, der kriegst du nicht. In meinem Kopf fing es wieder an zu jücken und zu krausen. Meine Muräne schlägt wieder zu. Frau Gräfin, ich muss einige Augenblicke allein sein. Wenn es Zeit wird zur Abendtafel, dann möge man mich rufen. Ach. Ach, apropos Popöchen. Vergessen Sie bitte nicht meine Tafelmusik. Ich hätte gerne eine Urgel, eine dicke Drum und eine Zwetschgenbeutel. Soll alles erledigt werden, Durchlauf. Jetzt. Tschüss, Schmal. Durchlauf. Tschö. Hey, komm mal her. Schnell um Himmels Willen, komm mal her. Lach doch noch. Sehr gerne, aber auch all jenen. Raus mit euch. Puh, Junge, Junge. Ich hab eine Art leicht, um einen anderen Art doch arisch schwer, eine Prinzessin zu sein. Er war immer noch tausendmal besser wie ein Wäscherin. Der Hanse Tennischen, der will mir ja nicht aus dem Kopf. Der hat mich gefoppt, das Ass. Aber er muss die Julchen doch schon arisch schön haben. Was der mich angefleht hat, dass ich sie zusammenbringen soll. Aber ich hab doch schlau angefangen, dass ich nicht direkt zugesagt hab, denn ich weiß ja nicht, ob ich nicht über Nacht wieder in die Wäscherin reinfahre. Und dann wird der Prinz ja für mich verloren. Och, dann hätte ich mir Tennyson ja selbst vor der Nase weggeschnappt. Och, das wäre ja furchtbar. Also wenn ich jetzt die Wäscherin wäre und nicht die Prinzessin, ich nehme Tennyson mit jedem Stäb, bestimmt das tätig. Da sitzt Julia und verzählt sich jetzt inwendig. Und Slur, ob mich noch kennt. Julchen! Tennyson! Oh, der Herr Prinz. Aber sagen Sie mal, wie haben Sie mich gerade genannt? Julchen? Ja, ich dachte gerade an ein junges Mädchen, das mir beim Einreiten ins Dorf aufgefallen ist. Ein sehr hübsches Mädchen. Ich glaube, Julchen hieß sie. Sagen Sie mal, Herr Prinz, finden Sie nicht, dass das in den Ohren einer Prinzessin Arschnarren im Fisteronöll klingt? Aber Prinzessin, ich bitte Sie. Ein Prinz und eine Wäscherin. Wieso dann? Außerdem hat das Mädchen schon einen Bräutigam. Ich glaube... diesen Jäger Hans, der eben hier war. Ach ja, die zwei sollen sich jähen, Hans zum Barste. Ach ja, wer es doch auch so haben könnte. Ach ja. Nehmen wir an, Prinzessin, Sie wären dieses Julchen und ich wäre der Jäger Hans. Oh ja, dann dürfen wir uns aber jetzt hier auf die Knautsch setzen, ja? Kommen Sie, Prinz. Ja, ja. Wenn ich das Julchen wäre, dann bekäme ich aber auch jetzt ein Bützchen.
Wenn Durchlauch darauf bestehen. Ha, das war aber schön. Ja, komm, jetzt wollen wir mal spielen. Nimm mal den Finger hoch. Pass auf. Eine kleine Mimaus lief in das Haus. Gott sei Dank, dass meine Kopfschmerzen endlich vorüber sind. Nun kann ich doch noch zur Abendtafel gehen. Du? Ja, was willst du hier? Was unterstehen Sie sich? Madame, Sie duzen mich. Was, so behandeln Sie Prinzessin Melanie? Das ist doch wirklich toll. Ich löf die alles voll. Jetzt roll dich fort, sonst gibt's was auf die Pfoten. Sie hören es, Prinzessin Melanie befiehlt es also, verduften Sie. Oh, ich kenne dich, du rote Fee. Ja, ja, du bist's, nur ehrlich es gesteh. So wahr ich bin, die Marschallin. Bist du die rote Wäscherin? Himmel, Donner, Wetter, was soll dann der Ton? Gegen fürstlich Blut, das ist Rebellion. Ich will euch zeigen, wer Herr hier im Hus. Jetzt raus, du als Haus. Ei, das Jutsche verrät sich, entweht langsam sich. Einfach Fliss, mir wird warm, ich schlag jetzt Alarm. Dieses Klopfen, dieses Läuten, oh Prinzessin, was soll's bedeuten? Meine Damen und Herren, sagt der Dame doch mal bitte, wer ich bin. Unsere allergnädigste Prinzessin Melanie. Graf Bernot, wer bin ich? Unsere allergnädigste Prinzessin Melanie. Herr Sekretär, wer bin ich? Unsere allergnädigste Prinzessin Melanie. Und all ihr anderen, wer bin ich? Unsere allergnädigste Prinzessin Melanie. Der jetzt wastet. Das ist nicht wahr. Das ist eine Betrügerin. Das ist die Wäscherin Julchen Röp, genannt die Rote Jule. Hilfe, ich werde ohnmächtig. Nach Sünder denken Sie noch. Marschallin, denken Sie an Ihre Migräne. Ich werde Sie sofort zur Ader lassen. Ha, jetzt ist die Aal auch dran. Loslassen, Sie Blutsauger. Ich werde mich beim Fürsten beschweren. Durchlaucht. Es ist Zeit zur Abendtafel. Ja. Ich rufe euch alle auf zu diesem Fest und trinkt dies Glas zum Wohl bis auf den Rest. Ich liebe dich mit ganzer Lebenskraft. Komm, Melanie, wir trinken Brüderschaft. Du wirst in meinen Augen lesen, dass ich von ganzem Herzen dein. Das alles nur ein Traum gewesen, das fällt dir erst beim Frührot ein. Gräfin, Graf und die Baronin, ihr schwörtet mir mit einem Eid, das alles kann doch keine Hohn sein. Ist alles ernste Wirklichkeit? Oh, gebt mir recht! Du bist so echt wie ich, Prinz Adola. So recht! Das Traumbild einer Nacht hat Täuschung oft gebracht. Drum, Kind, sei stets bedacht. Vor dem Traumbild, da nimm dich in Acht. Das Traumbild, das Traumbild der Nacht hat Täuschung gebracht. Habe Acht, vor dem Traumbild nimm dich in Acht.
Schlaf, Herzensjulchen, mein alles bist du. Schließ deine fussigen Äuglein zu. Lang schinkt die Sonne ab vom Jade in et Hus. Mi Julche, dat schlief singe Kater sich aus. Se bratnet diese Mojen betrunken hierher. Dat Kind geht ob sie Vater, ja, das freut mich doch sehr. Schlaf, Julchen, schlaf, deine Mama war ein Schaf, deine Papi war ein Dusseldier, ja, was kann denn da mein Kind dafür? Schlaf, Julchen, schlaf, schlaf, Julchen, Schluss! Bist du fertig? Alt lang. Schau mi Luft wie du elektrisch. Weißt du, da wird mit dem Kind in der Kopf gefahren, ist sich so zu betrinken. Hat alle Hängen voll zu tun, nicht hier am Stoff. Muss dann Kaffee was zu luchen, dass man das nicht anbrennt. Durchlocht. Sie können da reinkommen. Gott sei Dank, wir kommen noch zur rechten Zeit. Sie schläft noch nicht. Daran habe ich nicht gezweifelt. Sie hat gestern Abend einen tüchtigen Schlaftrunk zu sich genommen. Ja, und doch war sie nicht betrunken. Die Zofen sagten, sie habe sich sogar selbst ausgekleidet und noch Anordnungen für ihr Frühstück heute Morgen getroffen. Was sie wohl sehr vermissen wird. Also ich bin gespannt, wie sie sich benimmt, wenn sie geweckt wird. Sicher wird sie alles, was sie erlebt hat, im Schloss altern für einen Traum. Meinen Sie? Sagt Bimmer. Also ich zweifle. Wissen Sie, dass dieser Scherz in psychologischer Hinsicht eigentlich gar nicht uninteressant ist? Ja, wenn ich mich in die Lage des Mädchens versetze, ob ich nicht selbst irre würde? Tja, und ich glaube doch in keiner Beziehung an eine Verzauberung. Durchschlaucht wollen also ihr bleiben? Ja, aber sie kehren zurück aufs Schloss. Ja. Und wenn die Gäste kommen, dann wissen sie mich zu finden. Durchschlaucht. Guten Tag, adieu. Ach, da sind ja die Faulig, wo Julchen jetzt da wieder fürs Schloss gegangen ist. Grüß Gott, wie jeder da. Was habt ihr euch fein maskiert? Ja, guten Tag. Ja, Ihre Tochter scheint wohl des Guten ein wenig zu viel getan. Aber sagen Sie mal, der liegt da und ist am Bett und hatte so viel Arbeit, ich Schwester der Teufel. Also ich habe einen Schlag aufs Herz gekriegt, wissen wir, die heute Morgen angebracht hat, mit Lob und Ware, wie ein Dude Katz. Ich denke, es ist was passiert. Und da stellte sich heraus, dass das Kind himmelsstehende Granate Kardaunen angehalten hat. Müsste nicht schlecht vom Julchen denken. Ist das erste Mal, ist ein Erbfehler, kam gestern zum Durchbruch. Ja, sie kam da in die lustige Gesellschaft der Zofen, und die vertragen eben ein bisschen mehr, ne? Aber gegen mich kommen die nicht an, ne? Ach, lassen Sie es gut sein, so. Papachen. Ja, ich bin auch ein Großteil schuld daran. Oh, hast du mich gesoffen? Nein, nein. Nein, nein. Aber ich möchte Sie gern einigermaßen entschädigen. Ja? Hier, Papachen, nehmen Sie. Was für mich? Aber ja. Bitte Sie, nein, nein. Niemals, niemals kann ich darauf verzichten. Lassen Sie es nur gut sein. Ich hatte Ihnen doch die Wäsche vom Schloss versprochen. Ja. Ich habe dies leider schon vergessen. Schaut, nichts werden Sie da verzieren. Ich bin mit dem zufrieden, was hier drin ist. Auch ein bisschen lume mich doch nicht so stolz an. Das passt nicht für dich. Ja, sie spricht ja im Schlaf. Ja, das passiert ihr Dückes. Wie bitte? Das passiert ihr öfter. Ach so. Ja. Ob du der Hans bist oder der Prinz, ich heirate dich doch. Immer träumt die von hohe Person. Jetzt träumt sie von einem Prinz. Ich bin eine verwunschene Prinzessin. Was sie gestern von einer verwunschenen Prinzin erzählte, das erlebt sie jetzt im Schlaf. Jetzt müssen Sie mal anhören, wenn ich die wecke, was die für ein Theater macht, wie sich der Gehirnskasten wieder gerade ausgebogen hat. Dass die wieder von normal denkt. Oh, wissen Sie, ich würde das schrecklich gerne mit anhören. Aber ohne von ihr gesehen zu werden, kann man das kann machen? Man machen. Siehst du hier raus, sie ist zweimal rechts rum. Da siehst du linke Hand ein kleines Häuschen. Da ist eine Tür mit einem Herzchen gut drin. Hey, hey. Wo willst du hin? Tja, zu dem Häuschen mit der Tür mit dem Herzchen, nein? Wieso? Musst du mal? Wollte sein, das Häuschen lässt du links liegen, nicht?
gehst du ein Stück weiter rum, dann kommst du da in die Stube, kannst alles hören und sehen. Danke, Papachen, das will ich machen. Und wecken Sie sie jetzt, ja? Und seien Sie gut mit ihr. Machen Sie ihr keine Vorwürfe. Nein, ich tue nichts, kannst Stöckchen ruhig mitnehmen, ja. Kommen Sie, Baronin. Tschüss, Kling. Tschüss. Da hast du einen Pumptabak. Jutschen, Abstand. Ist das Frühstück schon fertig? Ja, das Kaffeewasser ist am Dämpfen. Ach, du bist ja mein Vater. Ja, Mädchen, eine Knallfrosch. Wie bist du denn auf das Schloss gekommen? Schloss? Wo sind denn meine Kammerzofen? Das Kammersofa ist kaputt, da sind die Motten drin. Mach die Klotz auf und auf und süß, wo du bist. Ja, nur bist du. Halt. Was ist? Nicht bewegen. Hey. Ganz ruhig. Auf den Teufel! Moment. Oh, ist nicht schlimm. Das sind doch schlimme Sachen, die man mit mir macht. Wenn man heute nicht weiß, wie man morgen ist. Was sind zum Beispiel schlafen zu hören, wenn man nicht weiß, als wenn man aufsteht. Genau. Willst du mir erklären, was hier los ist? Och, ich hab mir so schön ringelebt als Prinzessin. Ja. Alles hätte Kratzfüße von mir gemacht und mich angestaunt. Wer mir aber auch hätte essen, trinken und regieren sind, der hätte gesagt, dat. Ist die geborene Prinzessin. Und jetzt von Hoheit und Richtung niedergeschmettert in Armut und Niedrigkeit. Das ist gemein. Also aus dem Verzell werde ich nicht schlau. Was ist da los? Oh Mann, wenn ich das Kälchen zwischen den Fingern kriege, was mich verzaubert hätte. Verzaubert? Hätte mich ruhig für ein paar Jährchen, Prinzessin, sein lassen können für die Bambi. Und hätte ich euch pass nicht gelohnt. Ah, jetzt weiß ich, du hast geträumt, du wirst die Prinzessin überschwingen. Arsch lebhaft, ja? Nee, ich wollte es nach der Prinzessin Melanie. Tja, ich schläf, du bist noch voll, ne? Ich bin doch ja nicht voll gewesen. Oder warst du angehalten oder besäuse? Oh, nee. Ich weiß noch sehr gut, wie ich mich von meiner fürstlichen Tafel erhoben habe und hab mich von meinem fürstlichen Bräutigam, dem Prinzen Adula, fürstlich verabschiedet. Dann sind zwei fürstliche Kammerzofen gekommen mit zwei fürstlichen Armleuchtern. Moment. Mit zwei fürstlichen Armleuchtern. Ja, haben die genug da oben. Und die haben mich dann in mein fürstliches Schlafzimmer gebracht. Und ich glaube, da hast du einen fürstlichen Fimmel. Oh, Vater. Was ist? Du kennst doch das Schloss. Kenn ich. Hingen die Treppe rauf, vierte Etage, letzte Tür links. Hm? Das ist das grüne Zimmer mit der Damaskus-Tapeten. Ja. Ja, mit dem Himmelbett drin. Da steht das Himmelbett. Ja. Quatsch. Siehst du, und da habe ich mich ausgetrocknet und die Kammerzofen fortgeschickt. Ne, Moment, ich hab mir so noch ein Frühstück bestellt. Das war eine Kapaun, drei paar Wiener Würstchen und eine riesen Portion Sauerkraut. Und jetzt ist alles fort. Hoheit, Rang, Prinz, der Kapaun, die Wiener Würstchen und ein Sauerkraut. Wen willst du denn haben, wenn das dann ein Traum war? Das war kein Traum, wie oft euch. Was ist? Ruhigens. Ruhig so safe. Nee, wie eine Wäsche. Quatsch! Das ist ohne Kolotsch! Was ist das? Das ist ohne Kolotsch! Es ist ich, ohne Kolotsch! Wollen wir zwei die Sachen mal den Ruhe besprechen? Willst du? Ja. Setz dich doch hin. Komm. Gestern noch auf dem Thron und ich hab so einen Dingel. Hey, mach mal den Clubsofa nicht kaputt. Gestern sind Sie mit der Feinherrschaft am Schloss. Ja. Weißt du, wer das war? Mein Kammerherr und meine Kammerdame. Lass den Kammerquatsch. Schlossjägnerei, da trafst du lustige Gesellschaft. Ja, das waren die Kammerzofen von der Prinzessin Melanie. Die wollen da Bolang trinken. Ja, und wie ich dann da so rumsaß und gewartet habe, ob ich die Wäsche von der Schlossjachtnerei übernehmen soll, da haben sie mich hingeladen. Ja? Ach, Vater. Was war denn? Die Bohnen. Was war mit der Bohnen? Die Bohnen. Was war damit? Die war lecker. Nein. Hm. Oh. Da war auch Schlampagner drin. Schlampagner. In einer Wohlschlamp. Bei der nächsten Volksversammlung. Da siehst du, da haben sie mal ein Gläschen am anderen, eine Schüttel und da. Ja, da wurde das Kind voll, ne? Ich kann doch den schweren Wing nicht vertragen. Warum hast du mich nicht gerufen? Ich kann es du nie vertragen, Schätzung oder dich gesoffen. Ja, siehst
gestern da bin ich eingeschlafen. Das ist alles gut, wenn ich voll bin, schlafe ich rum. Ja, und im Augenblick bin ich auch verzaubert worden. Mhm. Denn wie ich so am Schlafen war, bin ich oben auf das Schloss gekommen und als Prinzessin Melanie wieder wach geworden und allgemein dafür anerkannt worden. Nein, nein, Quatsch, Blödsinn. Du bist ja nicht im Schloss gewesen. In der Schloss wärst du rein, wären sie dich besoffen. Haben sie die Russie getragen, eine Ware geladen, Raffi-Farbe, Ust geladen und da in die Lappe gegessen. Warte, ich komme nicht vom Schloss, sondern von der Schlossjachtnerei. Voll dir so auf Rusti Drache, in die Lade, Raff, die Fahre, Rusti Lade. Ja, wenn das so ist, so war wenn ich nicht vom Schloss, sondern von der Schlossjachtnerei komme, ja, dann. Ja, was ist dann? Dann bin ich es ja gar nicht. Entschuldige mal, was bist du nicht? Dann bin ich nicht die Wäscherin, et Julchen, ihr Tochter. Du jetzt Kind, das hat sie dann seinen Sinn. Also pass auf. Ja, ich passe ja immer noch. Da die Seele von der Wäsche. Ja. In der Leben von der Prinzessin geflutscht ist. Geflutscht? Jawohl. Oh, und die Seele von der Prinzessin in der Leben von der Wäscherin geflutscht ist. Nämlich genau die Wäscherin, die in der Schlossjachtnerei war, darin geflutscht ist. Nämlich in Mingelief geflutscht ist. Was ist das für eine Flutscherei? So bin ich selbstverständlich, wie ich hier vor euch stehe, die Prinzessin Melanie. Viel der Beste, aber du bist ein Jeck. Du bist ein Fantast. Du gehörst nicht hin, nimm den Schloss in der Schlossjachtnerei, du gehörst auf den Lindenburg. Abgräbe ich auch bald. Wenn das zu Wieger geht, wenn man heute nicht weiß, wie man morgen ist. Erst bin ich ein Wäscherin, dann bin ich ein Prinzessin, dann bin ich ein Wäscherin. Schloss erst nach rein, schlafe ich hin, am Schloss werde ich wieder wach und dann liegt noch der Lappekiss. Ja, da muss ja der Mensch seinen Verstand verlieren. Wenn du keine Vernunft wahrnehmen willst, alles, was wir da sagen, ist in der Wind gesprochen. Was soll der Drecks an der Hautür fahren? Ja, man soll eigentlich der Hautür fahren. Ich lebe noch bald, ich bin in der Zweim oder kenne ich noch das dritte Mal. Nimm Rückfahrkarte, das ist billiger. Nimm einmal ein Prinzessin bei, dann mäht man sich nicht mehr Judas weg. Wie oft du das da dann im Traum? Oh, Vater, mach mich nicht toll! Herr, wo brüllst du mit deinem leiblichen Vater? Es ist überhaupt noch eine Frage, ob ihr mi Vater seht. Dann bitte ich um Entschuldigung. Du Knoll! Das habe ich schriftlich mit dem Stempel. Mir ist, als wenn fürstliches Blut in meinen Adern rollt. Nenn aber fürstlicher Schabau. So rollt nicht das Blut einer Wäscherin. Das ist eine ganz andere Rollerei. Ich fliege so rum, das ist Jäcker. Und täuscht mich nicht meine Ahnung. Und ich bin tatsächlich die Prinzessin Melanie. Dann, guter Alter. Selbstwissig, Vater, guter Alter. Werde ich fürstlich für euch sorgen. Der Jesus ist ein übriger Schnapper. Will für mich fürstlich sorgen, er selber nicht zu fressen. Ich will jetzt sagen, schon nicht so ein Frühstück lure. Wenn ich wiederkomme, hoffe ich, dass bei dir im Kopf alles in Ordnung ist. Wenn nicht, schicke ich bei der Doktor, kann der dich zur Ader lassen. De? Wie de? Da hammert. Jetzt yes, wolltest du mich zur Ader lassen, weil ich sagst, schwören, wer schon? Jetzt willst du mich zur Ader lassen, weil ich sagst, schwören, Prinzessin. Aber eins kann sie wissen sein, da wird nichts draus. Schrecklich, schrecklich, wenn ein Mensch ein bisschen Verstand verliert. Aber Jutsche, das ist die Strafe. Weil du immer so hochnäsig gewesen bist. Nie mit ihm im Stand zufrieden. Schon jetzt! Mhm. Schon jetzt! Ja. Ich komme wieder! Die feine Herrschaft im Schloss! Jetzt hat mir das Kind total verrückt gemacht! Oh, warte! Oh, warte! Wie sagt schon Biermann, es geht alles seinen sozialistischen Gang. Wenn der Mensch rumläuft und nicht weiß, wer er ist. Aber mein Fall, der ist auch einmalig. Ich bin nämlich eine Wäscherin mit einer durchlauchtigen Seele. Dass das so klar wie 2x2 = 5 ist. Komm hin! Da steht es. Moje, Fräulein Röhm. Jeckendütz, wir sind doch per Du. Ich mit dir, nicht mit. Es ist mich aufgewiesen. Ich bin beleidigt. Oh.
Wir bringen nicht die 75 Taler, die sind vom Schloss angewiesen, zur Deckung ihrer Schuld beim Gerichtsschreiber. Der Vater, was sagst du jetzt? Ich bin geplättet. Hey, ungeschrieben. Was ist? Na, ich muss denken. Ach du lieber Gott. Jutsche, komm her. Ungeschrieben. Nee, ich kann nicht mehr sein, Idiot. Das hat doch damit nichts zu tun. Ach, du musst ungeschrieben. Ich kann nicht, ich habe ein Stiefbein. Komm, mach drei ganz kleine Kreuze. Ganz klein. Drei Kreuze? Was soll das Tische? Ja, sonst kannst du nicht lesen. Röp! Ach so, ja, dann noch der Fürname. So, dann wäre ich alles gut. Was, du auch noch? Hat Tisch, das dann. Da kannst du nicht lesen. Dünn! Ach so. Dünn, da wär ich alles gut, ne? Bisschen geoffen. So. Tschüss. Fuss ich kling. Wer hat das Geld für den Schädel geschickt? Ich. Ich. Wie kannst du das viele Geld für den Schädel geschickt haben? Viele Geld? Pacatellien. Wie küsst du an das viele Geld? Wieso denn viele Geld? Ich hätte genauso gut 750 Taler anweisen lassen können. Wie küsst du an das viele Geld? Ach, Vater, wenn ich das jetzt sage, sie ist ja doch wieder Schädchen drin. Also gut, wollen wir die Sache noch einmal in Ruhe besprechen. Willst du? Ja. Setz dich. Gern. Ja, es ging denn noch nicht. Jetzt. Also. Was hätte ich also? Also. Was hätte ich also? Ich beginne. Also. Der Gerichtsschreiber, der hat ihr Tochter verklagt. Also, der Schell hat dich verklagt. Nein, 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 nein. Nicht mich. Ihr Tochter, et Julchen. Bei wem? Bei mir. Warte, mit dem Quatsch, verzapft! Wie kann der Schädel dich mit dir verklagen? Hätte die Wäscherin bei der Prinzessin Melanie verklagt. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich die Prinzessin Melanie bin? Geduld, mal an, ich lade die kaputt. Ist mir ja die Schmiede der Obrigkeit. Mir ist alles egal. Ich werde wahnsinnig durch dieses Weib. Sind wir jetzt fertig mit Obrühmen? Ich kriege. Ich pflege ja abends in meinem Kabinett zu arbeiten und die Einläufe des Tages zu erledigen. Hüppla! Da kam ein Sekretär mit der Bittschrift vom hiesigen Gerichtsschreiber. Hüppla! Er sagte mir darin, dass er dem Julchen 75 Taler gepumpt habe. Hüppla! Und dass er Angst habe, dass ihm das Geld durch die Lappen ginge. Hüppla! Und ich möge doch die Güte haben, für sie zu bezahlen. Mein Gott, was hätte das Kind? Wissen Sie, anfangs habe ich mich ja recht über dieses Ansinnen geärgert. Hüppla! Die Güte von uns großen Damen, die wird ja so häufig missbraucht. Hoppla, jetzt weiß ich, wo du gegessen hast. In der Tiburzias beim Beach. Was sucht
Trapp, Trapp, 25 Pfennig. Ach, der Hanse Tennyson ist auch bei mir gewesen. Ach nee. Ja. Hat mich um Verwendung gebeten, da das Jülchen hier wurde. So. Hüppla. Ach, dieser Lelbeck. Dieser grüne Junge hat selbst kein Geld und will sich eine Gemahlin nehmen. Hüppla. Aus. Schluss. Feierabend! Los, Schluss mit dir, Hoppla! Hat die Ackermaschine mit, du? Oh, Klotzkopf, dass du noch spät. Sag mir, kein Wort mehr über den Hans, über den braven Jungen. Du weißt ja nicht, was hier passiert ist. Jetzt, wenn du kaum fort warst, war der Schäli mit dem Gerichtsverzieher hier uns. Bei einem Brocken wollten sie Russhände. Doch, das Bild von der geselligen Mutter soll zu AIDS versteigert werden. Beinahe war dem Schäli zugeschlagen für 20 Silbergrosche. Er hat sich schon gefreut, dich die Leben lang damit ärgern zu können. Aber im letzten Augenblick gütte Hans, der brave Junge, bietet die ganze Pfändungssumme. Gib mir das Bild. Ich soll es dir zum Geburtstag schenken. Ach, Mutter, lief gut, Mutter. Ja, Mutter, das ist die Mutter. Ich bin die Vater und du bist ein Ab. Dieses Schreiben ist hier abzugeben. Geben Sie es der Prinzessin. Nein, 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 nein. Lügen Sie es doch auf den Tisch und sagen Sie Ihrem Sekretariat, es sei arisch langsam im Exhumieren. Der Brief hätte schon vor Stunden hier sein können. Sie glaubt immer noch, sie sei die Prinzessin. Mal tu doch bei Arm, Leute, Hut ab. Was ist? Hast du noch Husten? Willst du einen Lutschbonbon? Na, lutsch du 14 Tag dran, kann ich mal sagen. Ja, sagen Sie mal, wie geht's denn oben auf dem Schloss? Was mäht dann die Wäscherin? Nee, nee, ich wollte sagen, was mäht dann die Prinzessin? Ist sie wohl auf und munter? Na, warte, dich werde ich ärgern. Ja, die Prinzessin ist wohlauf und munter. Nur ein gesunder Mensch kann ein solches Frühstück vertragen. Denken Sie nur, Meister, ein Kapaun, drei Paar Wiener Würstchen und eine Riesenportion Sauer. Mein Frühstück! Und ein Stockfisch! Bist du wieder raus? Bist du wieder raus, du verdammter Kerl! So ein Mistschwiegisch! Hab Hunger gesungen, der Arme! Erzählt mir jetzt von einem Kapaun! Aber der Erste von dieser Bande, der reinkommt, der fliegt raus, dass er den Hals zerbricht. Herein! Ist er wieder einer von denen? Raus! Ja, ich bringe den Sack. Rein, lieber Frau! Gib ihm jetzt! Aber ja, sicher, Dick. Ja. Kann alles haben. Dankeschön. Ja, schon. Was hast du denn da? Bitte, ja. Fürstlicher Spitzbube. Hat er sich selber noch einen Hunde? So ein Mistschnuck. Der Vater, was zählst du jetzt? Ja. Alles, was ich am Schloss angeordnet habe, ist gekommen. Da, die 75 Taler für das Schell sind bezahlt. Hier liegen die 50 Taler Rente monatlich. Und hier stehen noch die 6 Flaschen Champagner. Und wenn ich jetzt die Wäscherin bin und nicht die Prinzessin, könnten wir fürstlich leben. Ich weiß nicht, wo der Kopf steht. Ich warte, bis der Hans kommt, vielleicht kann der uns über alles aufklären. Der weiß doch selber nicht, wer er ist. Wir können einen feinen Mann am finden, so los, der ist einer. Ich bin der Seckfort, der Güte vom Finanzamt. Ja. Müssen wir nicht Steuer bezahlen, komm da. Herein! Guten Tag, wir haben keinen Wein. Guten Tag! Wie bitte? Guten Tag! Guten Tag! Entschuldigen Sie, wenn ich hier so einfach eintrete. Oh, bitte, bitte. Ich wollte mich nur nach der Prinzessin Melanie erkundigen, die, wie man mir gesagt hat, hier anwesend ist. Da steht sie. Um eine arme Schutzbefohlene zu besuchen, die hier mit ihrem Vater sehr unterstützungsbedürftig sein soll. Ga, ga, ga. Ich will mich diesem Werke anschließen. Was bist du für ein feiner Pinsel? Ja. Sie sind die Wäscherin Julchen Rüb? Jawohl, das ist die junge Rübe. Und Sie? Und ich. Sie sind der Popo. Ich bin der... Was bin ich? Sie sind der Popo.
Popo? Bin im Ginzifat und bitte Popo. Sie haben eine Popo. Bessere Pimok. Ja, wer ich bin, das kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber mit wem habe ich denn die Ehre? Ich bin Prinz Adolf. Mein Gott, der Prinz ist der Heilige im Siegerkranz. Die Fahne hoch, Fahne hoch, Fahne hoch. Ja, Kind, fahren. Dann nimm ein Bettlaken, komm her. Adola, trinkst du denn mit? Ich hab gerne Korkenzieher. Also. Sagen Sie mal, Prinz Adola, ja? Wissen Sie dann auch hinaus? Seltsame Frage. Ja, sehr seltsam. Ja, haben Sie mich doch noch nie gesehen, Boffen auf meinem Schloss? Schloss? Der Adela hat eine Kackadu gefressen. Alter Mann. Was hast du, Junge Knüff? Ihre Tochter hat wohl einen Fimmel. Ja, das habe ich Ihnen erblich belastet. Furchtbar. Das ist ja doch alles Quatsch. Will ich denn für Sie sind, ich weiß nicht, wie ich bin. Lass den Adela, Junge, kannst du keinen Prinz. Dann ist wie den Prinz, gell, neuer Zinau, ich habe noch nicht mehr. Wenn ich weiß, dass ich der Hans bin. Erzähl, Sie sind jung wie schön. Oh, jetzt komm ich dran. Momento, jetzt ist aber an. Flucht nach der Schlacht der Brauweiler. Herren! Komm mal! Oh, bist du reingefallen? Ich habe Sie melden, der Hofstaat. Der Hofstaat. Der Hofstaat kommt auf einmal. Prinzessin Melanie! Der Vater, jetzt komm ich! Ich bin mal gespannt, wie du aussiehst. Seid mir gegrüßt. Ja, besonders du, liebes Mädchen. Du hast dich aber fies verändert. Nee, das geht nicht. Sie sind doch die Gräfin. Nein, mein Kind, das war alles nur ein Scherz. Nur Spaß? Ja, die haben sich einen Jux mit dir gemacht. Dünnis, wenn du das Jutschen als Prinzessin gesehen hättest, hättest du kaputt gelacht. Na, der Vater ist Prinz ja auch nicht schlecht. Sind die vielleicht der Popo? Was hat das denn zu bedeuten? Was hat das für einen Zweck gehabt? Ja, der größte Teil des Zwecks ist erfüllt. Du bist von deinen Überhebungen kuriert und mit deinem Geliebten vereint. Und du, Bursche, also du hast deine Rolle als Prinz ganz famos gespielt. Deinen Vater pensioniere ich mit vollem Gehalt und du kommst an seine Stelle als Schlossverwalter. Nun zieh das Schloss und leb glücklich und in Freude. Ja. Halt! Vito! Vito, ich kann nicht allein hebleben und Kinderwindele wäschen. Ja, aber liebes, gutes Papachen, glauben Sie wirklich, ich hätte Sie vergessen? Oh, hast du an mich gedacht? Ich hab sie doch mittlerweile richtig lieb gewonnen. Mach keinen Quatsch. Sehen Sie, dieses Pärchen, das haben wir nun glücklich gemacht. Ja, das Pärchen haben wir gemacht, ja. Und auch ich hoffe, meinen Geliebten bald umarmen zu können. Kinder, was mir auf meinen alten Tagen noch passiert? Vato! Was denn? Wie meinte ich doch ja? Nur mich bin ja nicht schön, aber selten. Wenn es dann sein muss, ewig dein. Halt, halt, Moment. Das könnt dir so passen, du versoffene Bürzchen. Ich habe es doch. Nein, Papachen, so war das nicht gemeint. Das war ein Druckfehler, was habe ich mal aufgedacht. Sie kriegen einen anderen Posten. Dann mache ich mich zum Direktor einer Schnapsfabrik. Nein, Sie ziehen Sie an Kindern aufs Schloss und leben glücklich und in Freude. Gemacht! Meine Herrschaften, die Volksversammlung ist aufgehoben. Prinzessin Melanie, so liebe. Ho, ho, ho! Thank you.
Thank you.